Hallo und herzlich willkommen zu Wieder mit X. Gegenüber von mir ist Salim Samatu. Und hier an meiner Seite Marvin Indris. Und in unserer Mitte, wir haben den Nationalspieler hier, Legende mosambikanischer Nationalspieler Stanley Ratifo Fresh vom Afrika Cup. Ey, es ist wirklich, ich meine, wir beide kennen uns ja, aber es ist eine große Ehre, Legende. Mann. Glückwunsch. Ich habe dich letzte Woche noch gegen Mo Salah spielen sehen, ich als Liverpool-Ultra, Digga, no homo, aber ich hatte wirklich fast einen Steifen. Also nicht wegen dir, aber weil du so nah dran warst an ihm, Alter. Das ist wirklich krass. Ja, Stanley Ratifo. Jawohl. Absolute Legende. Und selbst Salim, der nichts mit Fußball zu tun hat, war so, ey, diese Story ist so geil. Wir müssen dich einladen. Aber lass uns mal ganz vorne vielleicht anfangen. Gerne. Du bist Baujahr 96, 97? 94. 94, genau. 94er, wie wir? Krass. Ehrlich? Guck mal, was er alles in seinem Leben erreicht hat, Alter. Wir sind alle drei 94er hier auf der Couch. Krass, wir sind auch 94er. Stabil. Ja, krass. Du bist 29 Jahre jung. 29, genau. Spielst in Deutschland, 5. Liga. Ja. Beim CFR Pforzheim in der Oberliga an der Grenze zum Profifußball, bist aber Nationalspieler in Mosambik. Genau. Wie kam es dazu, Alter? Die Story musst du uns nicht erzählen. Ich weiß, du hast sie 100-mal erzählt, aber wir brauchen sie nochmal. Wie es jetzt dazu kam, dass ich in Pforzheim gelandet bin? Nee, wie dein Vater in Deutschland gelandet ist. Das wollten wir. Genau, aber vielleicht noch ganz kurz als Side-Info. Wir kennen Ratifo über Ramiro. Wer Vitamin X hört, ihr habt Ramiro schon ein, zwei Mal durchs Bild laufen sehen. Legende hier von Endgame, unser Haus- und Hoffotograf, der Geist im Hintergrund. Und er damals so, ey, mein Cousin spielt da. Aber dieses Cousin ist wie im Saarland. Ihr seid keine Cousins, sondern eure Vater waren wie Brüder. Und deswegen seid ihr Cousins, weil eure Väter, Ramiro hier von Endgame und dein Papa, sind zusammen aus Mosambik gekommen. Genau. Und da kann man eigentlich einsteigen. Da kann man einsteigen, okay. Ja, dann habe ich relativ früh angefangen, Fußball zu spielen. Ja, und dann hat es mich einfach über die ganzen Umwege irgendwann in den bezahlten Fußball gebracht, ne? Und dann war ich in der, ich sag mal so, mit 19 habe ich mein Profidebüt gegeben in der 3. Liga beim Halleschen Fußballclub. Da bist du auch aufgewachsen, DDR quasi, ne? Ja, da bin ich aufgewachsen. Stark, wie war das denn da? Das war ein Fight dort. Ich scheiße auf die Bowl, die schmeckt aber. Ja. Siehst du, ich hab gesagt, die schmeckt. Die schmeckt doch gut. Ja, aber tatsächlich, Acai, vielleicht kurzer Exkurs, war wirklich kein Witz, eine Bedingung von Neymar, gell? Ja, als Neymar nach Saudi-Arabien wechseln wollte, hat er gesagt, 400 Milliarden, keine Ahnung, wie viele er bekommen hat. Millionen, glaube ich, ja. Genau, und dann noch plus jedes Instagram, was er postet, über den Verein nochmal extra. Und ein Jahresvorrat von Acai aus Brasilien wollte er das. Hatte keinen Witz, das war eine Forderung von Neymar. Das müsste es eigentlich in Mosambik auch geben, weil es gab ja nur drei Länder, die Portugal rippen konnte. Das waren ja nur drei Stück, die bekommen haben. Die hatten Mosambik, Brasilien, das war es eigentlich. Oder gibt es noch ein anderes Land in Afrika, was Portugiesisch redet? Angola. No way. Ja, und ihr habt doch dieselben Flaggen. Es gibt auch, kennt ihr Sao Tome? Wo ist der? Da wird auch Portugiesisch gesprochen. Digga, ach, ich dachte, das ist ein Fußballspieler, wäre doch so, wo ist der? Ich dachte, das war so ein Cousin von Samuel Eto'o einfach. Da auch. Cap Verde wird auch Portugiesisch gesprochen. Boah, die Portugiesen waren schon, haben sich die richtigen Orte ausgesucht. Immer die Küsten, die Küstenländer. Ey, ich find's voll anstrengend, immer links, rechts zu gucken. Boah, das tut mir voll leid, Bro, ich kenn das. Wenn du willst, guck einfach geradeaus, wie so ein Geiselzettel. guck nur so geradeaus. Guck mal, nein, ich setz mich einfach so zu dir und dann guckst du in seine Richtung und zwischendrin, wir sehen uns trotzdem. So haben wir doch den. Real Talk, ich trinke das gerade wirklich nur wegen Neymar. Hab ich dir doch gesagt, Bro. Dann kommst du locker in die dritte Liga. Ich hab's ihm nicht geglaubt mit dem Neymar. Dann habe ich das gegoogelt. Ich schwöre, es war auf den offiziellen Forderungen von Neymar. Weil in Brasilien wächst das ist ja so Nationalfrucht, Acai. Richtige Nationalfrucht. Und Cristiano Ronaldo trinkt das auch immer. Also der zwingt den Neymar, das immer zu trinken, noch so als alter Colonizer. Der zwingt den noch so ein bisschen. Ich weiß immer nicht, ob ich den ernst nehmen soll. Also ob ich das ernst nehmen kann, was er sagt oder nicht. Genau dazwischen. Deswegen bist du ja auch in der Mitte. Das okay, ist stark. Wo bin ich stehen geblieben? Dein Vater, wie ist der nach Deutschland gekommen? Diese Story. Ich glaube, da warst du, ne? Nee, er war ja schon in Deutschland. Nee, aber, ach so. Aber trotzdem, ich glaube, Leute, die nicht wissen. Du bist geboren hier. Nee, dein Vater ist nicht hier geboren. Ja, mein Vater ist nicht hier geboren, aber wir waren ja gerade beim Storytelling schon, er ist ja schon hier in Deutschland. Ach, hast du schon erzählt, wie er hergekommen ist? Ich bin voll überfordert. Guck mal, das ist Vitamin X. Das heißt, die Reihenfolge, so wie man das eigentlich kennt, gibt's nicht. Und wir springen hin und her. So Flashbacks. So. Kennst du diese Filme, wo so Flashbacks drin sind? Okay, wartet mal. Wir nehmen das gerade auf. Ja. Und dann wird es nochmal gecuttet. Ja, safe. So ähnlich, ja. Genau. Dann also machen wir wie Cutten ohne Schnitte halt. Okay. Digga, das ist ein Comedy-Podcast. Du warst ja bisher nur so Katrin Müller-Hohenstein und so, die quasi so chronologisch durch dein Leben gereist sind. Wir sind Comedians hauptberuflich. Das heißt, wir labern eigentlich nur Scheiße, versuchen aber die Leute mit interessanten Gästen zu bestücken. Jetzt verstehe ich. Und füllen dich mit Acai ab. Nichts davon ist ernst gemeint. Okay. Aber deine Geschichte ist trotzdem todesinteressant. Mhm. Also wie kam dein Vater damals, also warum ist der von Mosambik in die damalige DDR?
Damals waren ja natürlich auch diese DDR-Gastarbeiter. Habt ihr schon gehört, oder? Ach, Mosambik, ihr wart quasi die Türken vom Osten. Starker Vergleich. Das hast du jetzt gesagt. Stark. Aber mein Dad ist nach Deutschland gekommen, um natürlich zu arbeiten. Ja. Okay? Ja. Um zu arbeiten, um seine Familie zu unterstützen in der Heimat. Genau, Geld rüberschicken, dies, das. Western Union is there. Genau. Dann hat er meine Mama kennengelernt, hat geheiratet und dann sind wir gekommen. Geil. Und jetzt beginnt mein Part, oder? Deine Mama ist aus Halle und dein Vater aus Mosambik. Genau. Und deswegen bist du auch, du warst doch, muss man wirklich sagen, der Hellste in der Nationalmannschaft. Ne? Du sahst aus wie so ein Spanier, der bei den Afrikanern mitspielt. Ne? Ja, witzigerweise nennen die mich manchmal dort Branco. Was heißt Branco? Weißer. Überlegt euch das mal. Hier bin ich, in Deutschland bin ich nicht weiß, okay? Wie ist das portugiesische Wort für Schwarzer? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich... Das ist das N-Wort, das darf man nicht sagen, glaube ich. Nee, das sagt man nicht. Das N-Wort darfst du sagen. Das N-Wort darfst du nicht sagen. Genau, das darfst du nicht sagen, deswegen können wir nicht sagen, was schwarz auf Portugiesisch heißt, deswegen, oder? Ach, es ist dasselbe Wort. Doch, es gibt die Farbe. Ja. Du suchst die Farbe. Richtig. Was ist... Genau. Wie? Wer weiß es. Bleto. Bleto. Stark, und da bist du ein Weißer einfach. Ja. Wie stark das ist krass, das denn? Hast du in Deutschland mal Rassismus erlebt in deiner Jugendzeit in Halle? Weil DDR ist ja schon ein bisschen... Ja, natürlich, bekannter. Natürlich. Ja, so. Da gibt es eine Menge, aber weiß nicht, ich erzähle eigentlich nicht so gerne darüber. Dann lass direkt einen Step weitergeben. Lass direkt überspringen. Ja. War super integriert und dann war und dann warst du 5. Bundesliga. Und dann durftest du für dieses wundervolle Land spielen. Sowas nicht. Wie? Also es ging so weiter. Fünfte Bundesliga. Gar keine Ahnung von Fußball. Wie? Hab ich schon gemerkt. Es fing an, dass ich dritte Liga gespielt habe, okay? Ja. Dritte Liga. Ich war dritte Liga beim Hallischen Fußballclub. Jetzt zweite Liga. Das reicht vielleicht sogar für Fußliga, ja. Ja. Danach habe ich dort mein Debüt gegeben. Und bin dann aber erstmal, ich musste einen Schritt zurück machen, weil ich in der dritten Liga noch nicht so angekommen bin. Ich war 19 Jahre alt. Und dann bin ich beim VfB Auerbach gelandet in der Regionalliga Nordost. Das ist die vierte Liga, die vierte Bundesliga. Stark! King! Und danach ging es für mich weiter. In der Saison in der vierten Liga habe ich dann gemerkt, okay, ich habe mich gut akklimatisiert. Und habe relativ, ich glaube, 6 Spiele, 6 Tore schon gehabt. Und dann war es so, dass der erste FC Magdeburg, dritte Liga damals, Rot-Weiß Erfurt, dritte Liga damals, die wollten alle Ratifo verpflichten. Aber ich bin zum ersten FC Köln gegangen, in die U23. Damals vierte Liga, heute auch noch vierte Liga. Ah, weil die Jugendmannschaften immer den... Ja. Genau, um den Sprung zu schaffen in die erste Liga, damit ich nicht... dritte und zweite Liga irgendwie, keine Ahnung, wollte ich überspringen. Wolltest die Abkürzung über die Jugendmannschaft zu den Profis machen, ja viele, genau. Sonst funktioniert so auch. So habe ich es in Halle auch gemacht. Ich habe U23 gespielt beim Hallischen Fußballclub und bin dann in die dritte Liga gekommen halt. Hm. Übersprung. Stark. Ja. Und dann war ich da beim 1. FC Köln und dann sollte es nicht so sein. Ich konnte nach 2-3 Monaten mit den Profis trainieren, war dann da, habe in der U23 gespielt, aber Debüt kam halt nicht, ja, sollte nicht sein. Wie? Hat der Lukas Podolski, das ist da sein Club. Das genau, ist sein Club, ja. Und der hat dann 10 Jahre in Köln gewohnt, so weiß nicht, welcher Club das ist. Der hat eiskalt dann gesagt, nein, da darfst du nicht bei den Profis. Nein, das war ja nicht Lukas Podolski. Also, Peter Stöger war damals der Trainer, okay? Kleiner Moment. Schöp. Hier, warte, wir müssen anstoßen, Alter, gemeinsam. Auf Nehmer. Mhm. Peter Stöger war ja damals der Trainer, okay? Der Schöp. Der hat es nicht das erlaubt, dass du hochgehst. Das will ich nicht sagen. Doch, ich habe ja trainiert. So, dann war es aber so, Leonardo Bittencourt, die Story habe ich schon zigmal gerade erzählt. Ich habe es auch gerade im Sportstudio gehört, aber ich glaube, die Zusammenfassung ist einfach, dass du eigentlich bei Köln gewesen wärst, ja, weil der Bittencourt verletzt war, hättest du debütieren sollen. Dann ist der Last Minute in den Kader rein. Genau. Und dadurch war dein Profidebüt futsch, ne? Danke, Marvin. Oder? Der Penner, ja. Alter. Ja, du musst dir vorstellen, das erleben du als Nicht-Fußballer. Der ist King. King ist er, Alter. Guck mal, du als Nicht-Fußballer checkst gar nicht, was das für eine monumentale Auswirkung hat. Ja. Hätte dieser Tag stattgefunden, hätte er wahrscheinlich 5 Jahre früher Nationalmannschaft gespielt, hätte jetzt schon 30 Bundesliga-Tore, das kann wäre sein, einmal abgestiegen und ist wieder aufgestiegen mit Mainz, Bochum, Hertha, keine Ahnung was. Das und kann so sein, ja, ist seine Karriere anders verlaufen. Nämlich dann kam die Musik dazwischen, ne? Genau. Wegen diesem einen Tag ging die Profikarriere nicht los und er wurde Rapper.
Boah. Aber warte mal kurz, ich muss noch dazu sagen, als es dann in Köln vorbei war, hätte ich trotzdem noch die Chance gehabt, irgendwo Fuß zu fassen in der Drittligamannschaft. Ich hatte dritte Bundesliga. Ich hatte noch ein paar Angebote, genau. Aber konnte es nicht machen, weil ich so psychisch irgendwie ausgelaugt war. Von diesem Moment. So ein Stress dort bei dem. Nee, wenn du dein Leben lang auf diesen Moment hinarbeitest, ja, Mann, und du dann dein Debüt nicht kriegst als Profi. Und du musst mal überlegen, ich war ja voll jung so und ich hatte links, rechts niemanden. Ich war ja komplett alleine. So, Mittelstürmer halt. Mittelstürmer, ja. Ja. Oh mein Gott, du warst komplett alleine. Kein Coach, kein Trainingspartner. Nicht mal Ramiro, der Penner, hat sich um dich gekümmert. Was für Assis. Und du hast trotzdem durchgekämpft. Hast es dann geschafft, mit der Musik deinen Schmerz zu verarbeiten. Ey, wenn der so mit mir redet, höre ich auf mit dem Podcast. Nein, nein, ja, guck mal, das ist Satire, das ist Satire. Aber wir können die dumme Frage rausschneiden. Welche? Ja, da, wo das so suffisant wirkt. Weil guck mal, der redet so, weil der halt ein Clown ist. Der meint es nicht respektlos oder so. Der ist einfach ein Vollidiot. Ich bin gestört. Ich habe gerade einfach nur mitgemacht. Ich weiß doch, ihr seid jetzt. So. Ich weiß ja, was ihr macht. Digga, du hast uns richtig gekriegt. Ich weiß nicht, was ihr immer gemacht habt. Ich dachte schon, du nimmst ihn ernst, aber du bist noch eins tiefer gewesen, Meta-Ebene. Dass du nein. Digga, du bist eine Legende. Nein, ich muss ernster klingen, weil ich klinge immer wie so ein Joker. Das regt mich immer voll auf, wenn ich Notruf anrufe. Ich sage, hey, Hilfe, Sie müssen kommen. Die ist scheiße am Dampfen. Und die sagen, nein, wir kommen nicht, also verarscht uns. Ich schwöre, es gab schon so 6, 7 Bullen, die da nicht gekommen sind, die Penner. Ich schwöre, voll die Rassisten, Alter. Ich schwöre, es war richtig. Guck mal, der Salim ist so bescheuert, dass der ruft in einem Hotel an. Und dann, der ruft in einem Hotel an, ist noch in seinem Comedy-Modus. Der kann manchmal wie so ein Vollpsychopath nicht umschalten, ne? Anstatt dass er sagt, hallo Samato, ich würde gerne bei Ihnen schlafen, und geht er ran. Ja, Samato, ich würde gerne bei Ihnen schlafen, in die Nacht, bitte, bitte. Dann legen die sofort auf. Müde. Das ist so müde. Ja, und der ruft irgendwo an, haben Sie was zu essen? Ich hab Hunger. Dann legen die Leute auf. Und der so, ey, ich krieg nichts zu essen, ich kann da nichts bestellen. So. Und ich so, ey, lass mich mal. Ja, interessiert, ich würde gerne für meinen Kollegen was bestellen. Ich so, okay, was möchte Ihr Kollege essen? Ich so, ey, was willst du essen? Du hörst ihn nur, Hunger, leg direkt wieder auf. Der ist einfach ein Vollpsychopath. Also, ja, ich muss echt damit aufhören. Aber ich feiere das hart, Alter. Wirklich, diese Story, dieser Werdegang, Alter. Weil das ist ja das, was Menschen nahbar macht, Alter. Nicht nur Erfolg. Weißt du, so der, ich weiß jetzt nicht, ob, ich kenne mich nicht so gut mit Ronaldo aus. Wie war Neymar seine Karriere? Hatte der auch so Auf und Abs oder war nur aufwärts? Oder Kylian Mbappé? Der war ja zum Beispiel nur, ich habe von dem nie gehört. Das heißt, der ist ja noch in seiner Prime, der ist 12 Jahre alt oder so, ne? Mbappé ist mega. Ey, Mann, ey, dieses Links-Rechts-Gucken, das ist echt anstrengend. Siehst du mal, wie es Olaf Scholz geht, Alter. So geht's mir, wenn ich Fußball gucke. Ich so, oh, das ist schon wieder da, das ist schon wieder da. Das ist bei mir genauso. Echt gar keine Ahnung von Fußball, ne? Nein, doch, ich liebe das. Hast du Fußball gespielt mal auf der Straße mit deinen Jungs oder so? Irgendwie sowas? Das geliebt, als Kind habe ich das immer gespielt. Marokko ist das ja so Volkssport. Marokko hat jeder von uns so den Traum gehabt, Haji einmal zu werden. Da gab es so einen Typen, der berühmt war, der hieß Haji. Und Habit. Genau. Haji. Der mit seinem Shirt hinten, was so gefälscht war. Das war halt krass bei der marokkanischen Nationalmannschaft. Selbst die haben gefälschte Trikots. Das war halt episch. Und deswegen kratzen die sich ja immer so. Und jetzt erst dieses Jahr, letztes Jahr bei der WM, haben die originale Trikots bekommen. Und dann konnten die endlich mal gut spielen, weil die keinen Hautausschlag immer bekommen haben. Und das hat uns wirklich stolz gemacht, Alter. Ich schwör's dir. Und dann haben wir als Kind immer in Marokko haben wir Fußball gespielt. Haben auch gehofft, dass wir es zu irgendwas bringen. Aber wir haben es zu nichts gebracht. Wir waren richtige Lusche. Du mit deinem Holzball beim Fußball spielen. Kannst du mir noch was einschenken? Gerne. Also Salim mit seinem Holzbein vor allem, der hat ja von Geburt an, ich glaube, ein Bein war bei der Geburt 6 Zentimeter kürzer als das andere bis zur OP, ne? Ja, immer so im Kreis gelaufen. Richtig schwierig. Für Übersteiger war das schwierig. Übertrieben schwierig. Das reicht schon. Ja. Hier, auf dich, Habibi. So. Vor allem diese beiden Gläser von Dinkelack als Stuttgarter Hofball, die sind direkt eine Klage vom Verfassungsschutz. Die sind die stärksten Wettbewerber überhaupt, Alter. Und ja, das ist geil. Aber was mich so als Afrikaner OG interessiert ist, so wenn du dies vergleichst, du kennst ja diese Filme, wenn so ein Tiger oder so ein Eisbär, wenn der so in ein Naturschutzgebiet geht, dann ist er auf einmal so der Don. So, da wo er war er einfach nur ein ganz normaler Teil der Nahrungskette. Aber auf einmal geht er auf so ein Gebiet hin, wo es so keine Konkurrenten mehr gibt. In der Heimat muss er sich immer anstrengen, aber auf einmal rasiert er alles ab. Wo du auf einmal die Erfahrungen hast von deiner Heimat, gehst dann dahin und merkst ey, ich kann euch so viel beibringen. Auf einmal bist du so der Don. Beschreib uns, wie war dein erster Tag auf diesem mosambikischen Fußballfeld? Naja, guck mal, da war ich ja nicht der Don. Ich würde eher sagen, dass ich jetzt in meiner Oberligamannschaft der Don bin. Ach so. Ja, andersrum, weißt du, ich meine? Ach ja, stimmt. Du hast eine Sache nicht vergessen. Er hätte ja höher Fußball spielen können, hat sich dann für Rap entschieden und dann war eigentlich das eher so hobbymäßig nochmal nebenbei gekickt. Genau. Ne?
Und dann ist es eskaliert. Dann hat Nationaltrainer angerufen. So war es ja. Nicht so. Es war so eher in Köln. In meiner Zeit in Köln wussten die ja schon, okay. Hier, auf dich. Auf dich. Auf Neymar. Auf Neymar auch. Ist krass, wenn Neymar sich nachher meldet. Also. Pass auf jetzt. In meiner Zeit in Köln war es ja dann so, dass ich schon nominiert wurde. Mit dem Wechsel nach Köln wusste man, jetzt großer Club Köln, wir nominieren ihn. So, und dann bin ich hingekommen. Dann haben sie mitbekommen, dass ich beim CFR Pforzheim bin, aber haben mich dennoch weiter nominiert, weil ich einen guten Eindruck hinterlassen habe. Und so kam das also. Und dann ging es trotzdem noch weiter. Du zählte Profikarriere schon am Abbrechen. Genau. Du warst aber quasi vorher bei dieser Musterung, Vorstellungsgespräch. Genau. Und ich war mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich trotzdem weiterhin zur Nationalmannschaft gehe oder nicht, weil ich habe ja abgebrochen mit dem ganzen Spaß. Aber dann war es so, dass ich glaube, 2 Monate später da, wie gesagt, gegoogelt habe, geschaut habe, okay, CFR Pforzheim hingegangen bin, trainiert habe, Füße haben wieder gejuckt und Nationalmannschaft hat mich gerufen. Dann bin ich trotzdem geflogen. Ja, so funktioniert das Casting. Du musst dann nach Mosambik fliegen für das Probetraining. Nee, ist kein Probetraining. Oder wie, was genau passiert da? Testspiele. Und wenn du im Testspiel gut funktionierst, dann bist du bei Pflichtspielen dabei. Und dann geht's ab. Und du konntest schon immer Portugiesisch? Das Portugiesisch? Nein. Portugiesisch konnte ich nicht fließen. Ich spreche sehr gebrochen Portugiesisch. Weil das interessiert mich immer des Grauens, wenn du so Real Madrid oder sowas siehst. Ja. Und die schreien sich immer an, wenn so ein Foul passiert. Ja. So, du kommst da an, kannst die Sprache nicht und du bist direkt im Testspiel. Ja. Deine ganzen Kameraden, die reden ja alle auch Portugiesisch oder Mosambikisch. Portugiesisch. Alle Portugiesisch? Ja. Und du sitzt Mosambikisch da? Mosambikisch überhaupt? Das ist Portugiesisch, ne? Die Landessprache ist Portugiesisch. Portugiesisch, ja, aber es gibt Local Language, die nennt man dort Shangan. Shangan. Ja. Boah, das klingt geil, Alter. Shangan. So ein seltenes Pokémon, Alter. Hört sich irgendwie böse an, finde ich. Shangan. Findest du? Ja, so Shangan. Keine Ahnung. Shangan klingt geil, Bro. Ich würde das nicht sprechen wollen, aber nur so als Name. Ja, Meisterball würde ich werfen. Für als Shangan. Name? Ja, wenn ich Shangan heißen würde, das klingt geil. Ehrlich? Shangan Samatu. Shahrukhan. Kennt ihr Shahrukhan? Genau, das passt das. Aber der kann das ja, sein Portugiesisch ist auch sehr gebrochen, habe ich gehört. Aber wenn du da ankommst. Sorry, Bro. Es tut mir voll leid. Aber wenn du da ankommst und dann bist du quasi direkt im Spiel. Deine Position ist quasi dieselbe wie in deinem Verein in der Heimat. Und da hauen die dich hin. Nee, dieselbe Position nicht, aber ja, so ähnlich. Und dann spielst du da und deine ganzen Mitkameraden, dadurch, dass du dann die dann so, ey, sorry, ich glaube, der ist im falschen Team. Weil erstmal sind die ja verwirrt. Warum? Weil du warst ja der hellste von denen. Die dachten, du bist bei den Ägyptern. Die so, ey, die Ägypter sind da drüben. Du so, nein, ich bin einer von euch, Brothers. Tatsächlich denkt man manchmal, dass ich Marokkaner bin. Glaubst du? Ich schwöre, Marokko, Ägypten, also alles, Nordafrika, passt ja alles. Weil du siehst aus, wie ich schwöre, mein Leben, ich kann dir heute 3 Cousins zeigen, die aussehen. Ich schwöre, mein Leben. Ich bin doch alle 3 Nationalmannschaft für Mosambik. Du hast sogar diese Mo Salah-Haare. Ich schwöre, du bist 1:1. Mo Salah, hast du Mo Salah seine Haare gesehen? Wenn du die länger wachsen lässt. Digga, Mo Salah hat deine Haare, oder? Der hat solche Geheimratsecken. Guck mal, wie ist so, die so. Nein, so meine ich das nicht, aber ich meine, diese wundervollen Locken hast du, die stehen dir wunderschön. Das steht dir wirklich richtig, richtig gut, Bro. Aber du kommst da an, du kannst nicht reden. Merkst du das, wie ich manchmal checke, ob das ernst ist, was der gerade sagt? Ach so, der kommt dann rüber zu dir. Guck mal, zu Marvin. Der so. Ey, guck mal, ich kann dir grundsätzlich sagen, das meiste, was er sagt, meint er schon ernst, aber er hat halt wirklich wenig Ahnung von Fußball. Dafür macht er ein ganz souveränes Gespräch, finde ich. Mach weiter, okay. Sorry, los. Ich liebe das. Okay. Ich liebe deine Story. Ich liebe solche Stories. Nicht dieses Technische, sondern eher diese Nebensache, wofür sich sonst keiner interessiert. Das interessiert mich. Okay. So, wie hast du mit denen geredet? Was habt ihr gegessen? Okay. Wie war die Abholung am Flughafen? Weil alles andere fragt dich eh. Mich interessiert nur die, also wenn dieses Sportstudio kam, wie du gespielt hast. Also ihr wollt so andere Dinge, ihr wollt so Insights. Ja, aber den Podcast gucken viele Fußballer tatsächlich, also viele Profis, die uns immer schreiben, dass sie das gucken. Und manche sind auch bei uns in Shows. Der Türke von VfB, wie heißt der nochmal? Der ist Legende, der immer beim Clash ist. Karasor, den kennst du auch. Guter Karasor. Typ. Ja, Atakan. Der kommt immer zu unseren Shows zum Beispiel. Guter Typ. Ach, cool. Bist du übrigens auch mal eingeladen, Atakan, wenn man Zeit und Lust hast. Ich will jetzt nicht nerven im Champions-League-Kampf, aber in der Sommerpause, Bro, kommst gerne mal vorbei. Mach das, Atta, mach das, Bro, mach das. Weißt du, der einzige Fußballer, der bisher hier war, hauptberuflicher Fußballer, war Enes Benhatira. Der war bei uns zu Gast. Ah, okay. Ja, genau. Sag mir was. Stimmt, der war auch da. Ja, aber das, da sowas juckt mich, Bro. Du kommst in Mosambik am Flughafen an, bist dort und dann hast du dieses Schild. Haben die dieses Schild gehabt, wo der Name drauf stand am Flughafen? Meinst du jetzt beim ersten Mal? Ja, beim allerersten Mal. Okay, beim allerersten Mal, lass mich kurz. Oh, schlechtes Ramiro! Ich geh mal einfach weiter. Oder soll ich es weiterhalten? Nein, das ist viel witziger, wenn Ramiro zwischendrin so einen Moment hat, wo er reinkommt und es wieder hinhängt. Wo ist er denn? Dass man ihn im Bild sieht. Aber warum machen wir das nicht selbst? Okay, pass auf, allererstes Mal in Mosambik. Bitte. Ich bin angekommen. War Business Class oder Economy haben die gebucht? Economy bin ich tatsächlich geflogen, ja. Ich bin angekommen nach, 15, 16 Stunden ungefähr. Das ist ein Weiterflug. Und dann kommt ein Bus vorgefahren natürlich, ne. Vorher steht dann jemand da in der Halle, in der Ankommenshalle.
holt dich ab und mein Schild brauchen sie nicht, die wissen ja, wie du aussiehst. Ach ja, stimmt, du warst das Schild. Ach ja, okay. Und dann bringen sie mich raus, da ist ein Bus, da steigst du ein und wirst ins Hotel gebracht, ganz einfach. Und wie war das Hotel? War gut. Ja. Und dann chillst du, erster Tag, du schläfst. Manchmal hast du am Abend direkt eine lockere Einheit oder so, ja. Und konntest du mit dem Abholer reden oder war da schon ein Error? Der Abholer hat Englisch gesprochen. Jackpot. Ja. Aber nicht jeder spricht dort Englisch, deswegen war es nicht immer einfach, ja. Dann hast du geschlafen und am nächsten Tag wirst du auch abgeholt und trainierst oder Testspiel direkt? Trainieren, du musst erstmal trainieren, es ist eine Vorbereitungswoche von 5 bis 6 Tagen ungefähr. Oh mein Gott, das heißt, es ist 5, 6 Tage jeden Tag trainiert. Von dieser Hitze, die Hitze war ja auch viel heißer. Manchmal sogar zweimal am Tag. Das Krasse ist, man muss sich immer erst 1, 2 Tage oder so dran gewöhnen, an die Hitze, ja, um darauf klarzukommen auf jeden Fall. Noch schlimmer ist in den Bergen, wenn du in den Bergen spielst. Das kann sein, ja. Weil da ist Sauerstoffsättigung viel niedriger. Das heißt, du brauchst 2 Atmer, was du hier 1 Atmer brauchst. Das kann sein. Und dann deine Teamkollegen konnten aber alle auch Englisch oder keiner? Nicht alle, aber es gibt ein paar, die spielen auch international. Die können natürlich deshalb Englisch, weißt du? Aber nicht alle, ne? Und du hast dann nur mit denen geredet, die Englisch konnten? Guck mal, Leute, Anfang, die Legende. Ja. Zum ersten Mal bei Vitamin X im Studio. Ramiro, Cousin, Legende. Hier. Es geht, Tiger. Komplette, wir haben die 2 köstlichsten Halbmosambikaner der Welt. Ratifo und Ramiro, Alter. Das klingt wirklich wie damals. Vergesst Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Wir haben Ratifo und Ramiro. So absolute geil. Legenden. Das ist kompletter Mosambik. Das klingt auch wie brasilianische Fußballer. Stanley Ratifo klingt wie ein Brasilianer von früher aus der goldenen Zeit. Geil. Ramiro Simone, das sind doch Brasilianernamen. Ja, Ramiro Simone, stimmt. Ramiro. Ramiro, der Typ, was macht der da? Salim, kannst du das mal betonen? Ja, ich mach das selbst. Warum soll das Ramiro machen, Alter? Ich wollte dir nur ein Bild haben, dass man sieht, dass wir die Legenden hier haben. Ich glaube, diese brasilianischen Namen klingen echt immer so gefunden. Ronaldo, Rivaldo, Kaká. Du hast dein Mikro nicht, das hat man eh nicht, Alter. So. Muss man richtig festmachen, Kapitän. Ach krass, die haben eine Kalaschnikow. Man hört ey, ich sag dir ehrlich, der erste Schluck. Ist gewöhnungsbedürftig. Ja, aber dann geht's rein. Auch mit dem Eiswürfeln ist das echt top. Das ist so pur, ich schwör. Ehrlich? Ich schwör's dir. Wie viel haust du davon weg am Tag? 4 bis 6 Kanonen locker. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Man hört sich nicht ohne Mikro, Kapitän. Weißt du, was mich übertrieben aufregt bei dem Ganzen? Wenn du in Brasilien bist, würdest du denken, ah, da schmeckt das besser. Aber diese Brasilianer, warst du mal in Brasilien? Nee. Das sind die schlimmsten Diabetes-Suchtis ever. Die essen ja nichts, wo 4 Tonnen Zucker nicht drin ist. Stimmt, das heißt, diese Version findest du in Brasilien gar nicht. Ja, ich gehe in Brasilien und sage, hey, Puros. Die so, oh, si, Puros. Da drüben. Und dann nimmst du Puros und die Puros gilt bei denen bis 30 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ist noch pur. Das gilt für die noch pur. Weil die das sonst nicht runterkriegen. Das heißt, das, was du jetzt hier findest, findest du in Deutschland einfacher als in Brasilien selbst. Kennst du diese süße Kondensmilch von denen? Oh mein Gott. Alter. Kennst du das? Süße Kondensmilch aus Brasilien? Ja. Was, wie schmeckt das genau? Boah, zu süß. Es ist einfach so Sirup. Es ist einfach so Zuckersirup. Oh mein Gott, du stirbst. Sirup. Wenn du das in den Kaffee reinhaust, du stirbst. Ich sterbe dort. Die Flagge ist richtig. Wusstest du, dass eine Waffe auf der Flagge drauf ist? Ich sehe das jetzt erst. Aber die Geschichte von Mosambik ist ja... Das ist ja heftig. Das ist die geilste Flagge, die ich jemals gesehen habe. Das ist ein Buch, ein Stern. Es hat so ein bisschen was Russisches, diese Ecke. Aber auch, ich weiß, ich kann das gar nicht beschreiben. Ne, das ist das, was du so zusammenfasst. Das brauchst du zum Leben. Du musst lernen, Bildung. Dann brauchst du hier die Sichel, damit du Landwirtschaft brauchst. Essen, Bildung. Und wenn jemand dumm kommt, musst du ihn abballern. So, das ist so das Motto. Das ist alles, was du brauchst. Ey, das ist ja eine überragende Flagge. Aber die mosambikanische Kultur, ich meine, warst du, bevor du Nationalspieler wurdest, wie oft warst du davor schon im Mosambik? Einmal. Mhm. Und jetzt warst du sehr oft schon da, ne? 10-mal, 15-mal sowas? Oh, ich glaube noch mehr. Also gefühlt fliege ich alle 2 Monate bin ich dort. Immer wenn Länderspiele sind, ne? Genau. Und kann man das so als Tourist, so als Außenstehender, der kein Portugiesisch kann, ist es gut da zum Hinreisen, Urlaub machen oder das eher so? Natürlich, gibt sehr schöne Urlaubsorte dort, ja. Wirklich? Und das Essen dort, was gibt's da so? Ja, traditionelles Essen, Schiemen. Ich weiß nicht, hat euch Ramiro noch nie was erzählt? So ein bisschen diese Kondensmilch fand der geil. Welche Kondensmilch? Diese Süße. Aus Brasilien, die importieren in Mosambik. Das war so sein Ding. Von der habe ich doch gerade geredet. Genau, das ist Ramiros Lieblingsessen. Wirklich jetzt? Ich glaube schon. Ramiro? Er nickt, ja. Ramiro? Das ist doch gerade Shit-Talk, oder? Das ist alles Shit-Talk. Digga, das ist alles Shit-Talk.
Er dachte, es ist so ein Sportstudio. So. Er denkt so Katrin Müller-Hohenstein. Ey, ich muss aber ehrlich sagen, ganz ehrlich, ich gucke das immer. Ich war wirklich stolz auf dich, dass du zwei oben gemacht hast. Zwei oben macht nicht, machen ganz, Rudi Völler macht sowas, weißt du? Die Frau hat auch zu mir gemeint, also die Frau Katrin Müller-Hohenstein hat auch zu mir gemeint, ja, so selten, dass 6 Treffer in einer Show fallen. Und das stimmt, meistens ist so 1-1 oder 1-0, 2-1. Aber dass beide 3 machen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gesehen habe. Der war aber auch gut, der andere, aber dass du zwei. Aber weißt du warum? Der durfte sich eine halbe Stunde einschießen. Ja, das hat man gesehen, Alter. Oh. Als ob die eingeschossen. Aber der hat einen guten Rechten gehabt. Oh, der war so krass nervös. Der war so krass nervös. Der stand in der Show neben mir und flüstert mir so ins Ohr. Machst du deine Arme nach vorne oder nach hinten? Ich sag, warum? Ich muss meinen Bauch verstecken. Sehr krass, Alter. Er war echt. Ja, aber du hast so wirklich eine kranke Figur, ne? Man denkt gar nicht, dass du so groß bist. Ne? Wie groß bist du? 1,86? 1,90. 1,90 sogar. Ja. Man denkt das gar nicht, wenn man dich im Fernsehen sieht, aber du bist richtig groß. Ja. Und du bist mega athletisch, Bro. Du bist so Black Panther, ich schwöre. Jetzt, wo Chadwick Boseman nicht mehr da ist, Bro, du bist Nachfolger, Alter. Ey, soll ich was sagen? Ganz im Ernst jetzt, unironisch. Es gibt eigentlich für dich nur zwei Wege. Entweder ein Verein meldet sich, ne? Und ich weiß nicht, ist das auch dein Plan, vielleicht nochmal professionell zu spielen? Ich sag ehrlich, wenn was Gutes kommt, dann lasse ich da auf jeden Fall die Tür offen. Also. Dann gehe ich da auf jeden Fall durch. Ich meine, du hast noch 4-5 gute Jahre eigentlich vor dir, ne? Und ich bin gerade in meiner Blüte. Deswegen. Vor allem hast du auch lange gechillt, weil du dachtest, es kommt nichts mehr. Und jetzt, ich habe dich mal Afrika gesehen. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir Mo Salah angucke, ich bin, wie gesagt, international, Liverpool ist mein Verein. Ja. Ich dachte, ihr werdet da auseinandergeschossen und ihr wart echt gut. Ja. Ihr hättet euch den Sieg auch verdient gehabt mit der Kampfleistung. Das Spiel hast du gesehen, ne? Ja, ja. Schau mal, am Anfang fiel ja das Tor für Ägypten sehr früh, ne? Mhm. Da habe ich auch so kurz gedacht, scheiße, Alter, wenn die uns jetzt wegballern, hier live und so, das wäre gar nicht cool. Aber danach, hast du Mo Salah nochmal gesehen danach? Nicht nur Elfmeter am Ende. Außer beim Elfmeter? Elfmeter, das geisteskrank, war's. Oder? Die haben lange geführt, Salim, für dich und dann last minute hat Mo Salah noch einen Elfmeter reingeschossen zum 2-2. Ja, unentschieden. 97. Minute. Zum 2-2. Ja, wir haben 2-2 gespielt gegen Ägypten und Ägypten, musst du verstehen, ist auf dem afrikanischen Kontinent, das Brasilien. Top. Die haben, ist glaube ich, 7 Afrika-Cups gewonnen, mehr als jeder andere. Mhm. Zum Vergleich, Brasilien war 5-mal Weltmeister. Und pass auf, hätten wir dieses Spiel gewonnen, hätten wir Geschichte geschrieben, weil Mosambik vorher noch nie in der Gruppenphase einen Sieg geholt hätte. Einen Sieg geholt hat. Verstehst du, was gegen ich meine? Niemanden haben die gewonnen, gegen gar keinen. Die haben noch nie ever gegen irgendwen in der Gruppenphase gewonnen. Nee. Genau. Im Afrika-Cup. Aber jetzt ist vorbei oder kommen noch Spiele? Nee, der sitzt auf unserer Couch, du Vollidiot. Vorbei. Meinst du, der fliegt mit Vitamin X hier rüber, du Vollhorst, Alter. Schon voll die Digga, das Turnier ist in der Elfenbeinküste. Das ist so wie Mondlandung in irgendeinem TV-Studio. Ach so, man hat nur ein Spiel und dann ist vorbei. So ein Nein, du hast 3 Spiele. Es kommt drauf an, du hast halt die Gruppenphase. Wenn du in der Gruppenphase weiterkommst, dann geht's halt weiter und du hast mehrere Spiele. Aber Gruppenphase sind doch, du spielst doch einmal gegen jeden. Das ist wie bei der WM. Das ist wie wenn du so an so einem dreijährigen Grundschulkind erklären musst, was die Welt ist. Aber wie waren die anderen Spiele? Das heißt, das war das letzte Spiel. Nein, das war das erste Spiel. Sehr gut. Dann haben wir gegen Kap Verde gespielt, haben leider auf die Fresse gekriegt gegen Kap Verde. Und dann haben wir gegen Ghana nochmal 2-2 gespielt. Ja, aber Kap Verde ist einfach nur diese kleine Insel. Was machen die da, dass die so krass sind? Mann, das Heftige ist so, wir haben vorher schon mal ein Testspiel gegen Kap Verde gespielt und wir haben auch gewonnen. Ich glaube auch nach dem Ägypten-Spiel dachten wir so, okay, Alter, wir sind stabil, wir sind stark, hätte keiner gedacht. Wir hauen jetzt Kap Verde weg, damit wir 3 Punkte kriegen und somit direkt weiter sind. Mhm. Aber irgendwie haben wir uns dann... Keine Ahnung, die haben uns geflasht, Mann. Die waren präsent in jedem Zweikampf. Die haben alles gewonnen auf einmal. Dann diese Glückstore, also Glückstore musst du auch erstmal so machen. Aber bitter dann und dann verlieren wir das Spiel. Wie ging's aus? Wie viel? 3-1 für Kap Verde. Ich habe alles geguckt. Wie gesagt, wir haben hier Fanmeile gemacht, Ramiro und ich. Wir hatten die größte mosambikanische Fanmeile in Stuttgart. Wir waren, glaube ich, 8 Leute. Aber es war trotzdem die größte in Stuttgart. Verschickt. Dann spielen wir gegen Ghana. Pass mal auf. Ghana führt 2-0, okay? Durch 2 Elfmeter. Sonst haben sie nichts gemacht. Durch 2 Elfmeter, Ghana führt 2-0. Und ab der, ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich liegen, 18 Minuten vor Schluss, machen wir das 2-1, dann machen wir das 2-2 und geht das Spiel 10 Minuten länger, hauen wir Ghana da weg. Aber ja, unentschieden. Und somit beide raus. Dabei sein ist alles. Ey, aber sie haben gegen Ghana, die schon Afrika Cup gewonnen haben, mehrmals. 4-mal. 4-mal und Ägypten, die 7-mal gewonnen haben. Also so, stell dir vor, war schon Todesgruppe. Das ist Argentinien-Brasilien-Level. War Todesgruppe. Oder wenn du Europa nimmst, sie haben quasi gegen Frankreich, Deutschland gewonnen und haben gegen Schottland verloren. Ey, unentschieden gespielt, gegen Schottland verloren. Ja, du kannst vergleichen. Ja, aber wisst ihr, wo ihr gewonnen habt? Aber weißt du, wo ihr gegen alle 3 gewonnen habt? Wo denn? Im Battle der schönsten Flagge, Bro. Ihr habt die beste Flagge, Alter. Jetzt, wo ich die erst sehe, Ägypten ist Chöp dagegen, Alter. Die sieht so ein bisschen aus, als hätte so Jamaika-Spielgemeinschaft mit irgendwas anderem gemacht, Alter. Oh mein Gott, das sieht... Guck mal, ich werde jetzt mosambikanischer Patriot, nur weil ich das angucke. Wie ist die Nationalhymne? Klingt die auch geil? Hat die so geilen Rhythmus oder geht? Es geht, ja. Es geht. Eher so Jamba-Klingelton oder richtig geil? Könntest du drauf rappen? Nee, könntest du nicht. Okay, sonst zu langsam. Ja. Jamaikanische Nationalhymne, die klingt schon wie
wie von Bob Marley produziert. Das ist heftig. Hab ich noch nie gehört. Wie klingt die? Musst du dir anhören. Die klingt richtig geil. Imitieren? So. Ghostbusters. Er hat bloß gehabt, bis du Ghostbusters sein. Ehrlich, ich habe schon einen ersten Klang gehört, was er will. Ja, du bist ein Rapper, Bro. Nee, aber Scheiße. Der Kind hat seinen Bastard. Guck mal, man denkt immer kurz, dass man was ernst, so wie eben, wo du aufgestanden bist, hast du uns auch kurz gehabt. Ne? Uh-huh. Und das ist das Geile an diesem Format. Wir sind, glaube ich, der trashigste Podcast der Welt sogar. Ich weiß nicht, gibt es einen Mosambik-Podcast eigentlich? Bestimmt, aber ich habe mich jetzt noch gar nicht so ein bisschen damit beschäftigt. Noch gar nicht? Nee, noch gar Ramiro nicht. Ruft, Ramiro ja. Weiß das. Du kannst kurz einen Gastbeitrag geben, wenn du das aber kennst du die? Nee, du musst hier reinreden, das hört keiner. Komm her. Komm kurz hier rein, komm. Nein, Mann, ich hab hier Essen da. Ist doch scheißegal, jeder weiß, dass du Meal Prepper bist. Wir reden doch immer über dich. Es gibt auf jeden Fall ja Podcasts in Mosambik. Warte, ich muss kurz. Ach so, stimmt. Hier, Abflug. Sag was. Es gibt auf jeden Fall Podcasts in Mosambik, wo unterschiedliche Künstler immer performen, sei es Musiker, Fußballer gibt es, glaube ich, auch. Und ja, die haben auch so ein richtiges Setup. Es gibt sogar Comedy in Mosambik. Echt? Ja, da gibt es Open Mics auch. Ich schwöre dir. Ich habe sogar einen kennengelernt, stimmt. Nach der Aufnahme zeige ich euch mal ein paar Videos. Da sind so Comedians, die sind so live, einfach mit Publikum und so, wie hier. Und da kannst du einfach so Open Mics gehen. Aber Portugiesisch alles, ne? Ja, ja, alles auf Portugiesisch. Ist geisteskrank. Ladies and Gentlemen, Ramiro the Real, Legende. Geiles Land. Absolut Legende. Aber gab es denn dort in den Supermärkten irgendwas, was du zu Hause hast? Der Typ ist so groß, ich glaube, man hat nur seine Beine gesehen im Bild, oder? Ich sag dir ganz ehrlich. Ramiro ist einfach 8 Meter groß. Er hat einfach nur Beine gesehen. Stört das? Nein, ignoriere den komplett. Also ich sag dir, stell nochmal deine Frage bitte. Wenn du in Mosambik bist und da shoppen gehst, gibt es da irgendwas? Shoppen? Hast du gerade von Essen geredet? Ah ja, einkaufen, das meine ich. Also okay. Für mich ist das Shoppen. Okay. Genau, also das heißt, wenn du dort einkaufen gehst, was gibt's da, was du von zu Hause aus vermisst? Also da muss ich ehrlich sagen, zu Hause esse ich auch gut, okay? Aber die Früchte, wenn ich Früchte dort esse, die schmecken komplett anders als hier in Deutschland. Besser? Viel, viel besser. Ich habe das Gefühl, dass die uns hier vergiften, Alter. Wer weiß, was die da alles reinspritzen, ehrlich. Hast du schon mal Marokkaner? Ja. Warst du schon in der Heimat? Natürlich, oder? Oft, ja. Genau, und wenn du da Früchte isst, ist doch komplett anders, oder? Ja, hier, das fühlt sich so fake an. So deine Zunge kratzt so. Genau. Du merkst, es ist irgendwie Gewächshaus, so, dass es so aussieht. Ananas. Ich kann zum Beispiel in Deutschland keine Ananas essen, weil ich immer diese, wie so allergische Reaktion habe, so, ne? Ja. Auf der Zunge. Aber dort, jeden Tag. So, weißt du, wo es mir so ging? Ich war über Silvester in Thailand, Alter. Mhm. Und ich habe da manche Früchte, die ich sonst nur, wie gesagt, von Rewe und Edeka und so kenne, zum ersten Mal einfach auf so einem Wochenmarkt gekauft. Ne? Musst zwischendrin so 2 tote Katzen entfernen, das gehört halt so ein bisschen zum Aroma dazu. Aber ansonsten, ich schwör's dir. Deswegen schmecken die so gut. Ey, ich schwör dir alles. Passion Fruit. Passion Fruit ist wirklich krass, Alter. Du spürst, dass die Katze Leidenschaft hat im Leben bei der Passion Fruit, Alter. Ich hab's gemerkt. Nee, Madeira ist genauso. Madeira ist ja auch so Halbkolonie von Mosambik. Da merkst du das auch. Die Sachen dort, die schmecken einfach portugiesisch, Alter. Du weißt genau, warum Cristiano Ronaldo so fresh aussieht, Alter. Portugal hat's einfach drauf, Alter. Die wissen das. Und das merkst du halt auch, weil du musst halt den Transport bedenken, Ananas. Überleg mal, Ananas pflückst du irgendwo in Brasilien oder sonst wo, und dann muss es ja über das Schiff so Wochen vorbereitet und konserviert werden. Meinst du, verpacken das nicht in der Dose vor Ort? Wird das erst in Deutschland Dosen verpackt? Ja, natürlich. Das wäre richtig dumm, Alter. Richtig dumm. Weil es muss ja frisch sein. Da steht doch frische Garantie. Die spritzen das doch. Das auch noch. Da irgendeinen Scheiß des Todes müssen die das spritzen. Aber in Mosambik musst du spritzen. Zack. Bob. Ich weiß nicht mal, ob es da Spritzen gibt, Alter. Weil das Krasse ist ja, du bist ja, also das muss man sich mal vorstellen, guck mal, das ist so für Mosambik-Verhältnisse, das hätten wir jetzt hier Mats Hummels oder sowas sitzen, verstehst du? Oder Stürmer, ja. Miroslav Klose damals, ne? Jo, kann so. Man sagen, ja. Genau, du bist der Rap Deutschlands Miroslav Klose sozusagen, glaube ich, irgendwie auch eine Line, Alter. Auf jeden Fall, das ist so, weil guck mal, Miroslav Klose, Manuel Neuer dürfen sich das Goldene Buch eintragen, da kommt der Präsident von Deutschland, Steinmeier oder so, ne? Du hast den Präsidenten kennengelernt von Mosambik, ne? Ja. Der ist Homie mit dir. Und der hat euch irgendwas auch geschenkt, ne? Ja, war ein ganz kranker Moment. Wir haben uns qualifiziert für den Afrika Cup. Und dann hieß es, okay, nächsten Morgen müssen wir alle ins Weiße Haus. So, komm, ich erzähl das euch. Das einzige Haus, was nicht braun ist in Mosambik. Ich erzähl euch jetzt was, ehrlich. Okay. Passt auf jetzt. Ja, ich erzähl euch jetzt was. Also, wie gesagt, wir haben die Qualifikation geschafft. Hatten dann Bambule so ein bisschen im Land. Sind dann so links, rechts, also egal wo wir hingefahren sind, wir mussten nichts bezahlen, gar nichts bezahlen. Wir waren, wir wurden überall mit offenen Händen, offenen Armen empfangen und. Und dann war es so, nächsten Morgen, manche von uns aus der Nationalmannschaft waren noch auf Suff, okay, gehen dort in dieses Weiße Haus rein,
Und vorher kommst du durch so eine Sicherheitskontrolle mit dem Bus durch. Und in dem Bus guckt auf einmal so ein Security-Typ rein und sagt, alle Handys, Taschen oder sonst was bleiben hier in dem Bus. Und einer von unseren Spielern fragt hinten, wieso? Dann hat er seine Wumme gezogen, hat durchgeladen und hält die Waffe auf den drauf und sagt, fragst du mich nochmal jetzt warum? Und alle so, ey, 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 ey. Jeder hatte mies Panik dort drin. Überlegt euch das mal. Er zieht die Waffe, er lädt die Waffe durch und hält die auf dich drauf. Boah, Gänsehaut. Das ist mal eine Einladung beim Präsidenten, Alter. Ja, ja. Das war der Präsident, der das gemacht hat. Nein, nicht der Präsident, Sicherheitsleute. Ach so, ich dachte. Sicherheitsleute. Weil er gefragt hat, warum? Warum soll mein Handy hier bleiben halt? Warum? Aber es fällt dir mal auch ein zu fragen, Alter. Das ist eine Autoritätsperson, Alter. Musst du Respekt haben. Richtig. Und hat er das Handy da mitgenommen oder ist er im Bus geblieben? Der Typ. Alles im Bus geblieben. Alles im Bus geblieben. Ja, ja. Und war das Haus wirklich weiß? Oder? Ja, alles. Unglaublich. Man darf sogar, vor dem weißen Haus ist alles so, keine Ahnung, das ist so eine Straße, ein kleiner Weg. Niemand darf sogar auf diesem Weg langlaufen. Da stehen überall so Leute mit AK. Ah, AK, was auf der Flagge drauf ist. Richtig, ja. Oh mein Gott, die leben den Spirit, ja. Alter. Und dann bist du ins Haus rein, was dann passiert? Da bin ich rein, dann kam der Präsident, hat uns alle willkommen geheißen und ja, dann gab es erstmal ein fettes Buffet dort. Moment, direkt der Präsident, das heißt, die Tür geht auf, Präsident, oder waren da noch so komische Dinge? Da waren überall, wie kannst du dir das vorstellen, eine große Wiese, Palmen zwischendrin so und dann so eine Aula ungefähr war das. Es war wie so eine Aula. Da sind wir rein, dann kam der Präsident mit seiner Frau, hat jeden Spieler begrüßt, drumherum überall Sicherheitsleute und ja, dann sind wir durch und haben uns dann an den Tisch gesetzt und dann hat er noch eine Ansprache gehalten, uns willkommen geheißen und dann ging's los, haben wir gegessen. Auf Portugiesisch oder auf Englisch? Auf Portugiesisch. Oh, wie schade. Und dann Smalltalk mit dir? Ja, aber du konntest gut verstehen, was er gesagt hat. Ja, verstehen tue ich schon, ja. Verstehen tue ich schon, nur sprechen, grammatisch richtig sprechen. Ich würde sagen, ich spreche dann so wie so ein Ausländer halt so, weißt du? Oh mein Gott. Grammatisch halt fehlt. Das ist so wie Cheyenne Englisch. Wir hatten vor ein paar Wochen, wann war das, von einer Woche oder so, war das erst Cheyenne zu Gast. Garcia von Die Deutschen, auch einer der größten Podcasts in Deutschland. Okay. Und der kann kein Wort Englisch. Ja. So, einfach kein Wort. Und wenn der Englisch redet, klingt es halt wie so, how you do you, me, me, do. Und ist es bei dir Portugiesisch genauso? So kann man sich das vorstellen. Und Spanisch auch nicht oder nur Portugiesisch nicht? Wie, Spanisch auch nicht. Spanisch spreche ich gar nicht. Also du sprichst nur ein bisschen Portugiesisch? Ja, ja, genau. Ja, und ich kann nur ein bisschen Spanisch. Ja, aber du kannst Spanisch, ja auch nicht auf, aber du kannst ja auf Spanisch auch nicht ausweichen. Das ist ja voll die doofe Frage. Wenn er zu dir kommt, hola, que si, und du so, oh, hola, dann rettet das ja nicht die Situation. So, Portugiesisch hat ja nichts mit Spanisch zu tun. Nee, das ist so wie Deutsch und Holländisch, ne? Dass man sich kaum versteht, oder? Das ist wie Deutsch und Koreanisch. Das hat so nichts miteinander zu tun. So, wenn ich kann ja Spanisch und in Brasilien bin ich komplett aufgeschmissen. Ja, ich war auch aufgeschmissen. Ich kann auch nur Spanisch. Nix, aber die. Aber die verstehen euch doch, oder? Die verstehen euch doch, oder? Wenn ihr jetzt Spanisch redet? Null. Also die bewegen, die kommen dir nicht mal entgegen oder so. In Brasilien zumindest. Ach, weil deren Portugiesisch ist nochmal anders als das von Portugal und von Mosambik. Ja, okay. Und dann hast du mit dem Präsidenten gechillt. Wie geil ist das denn, Alter? Ja. Hat auch zu dir gesagt, so, ey, du warst der beste Spieler und sowas. Nee, er hat jetzt nicht gesagt, du warst der beste Spieler, aber er hat auf jeden Fall gesagt, er mag meine Art zu spielen. Was hat er gesagt? Bulldozer hat er mich genannt. Mm. So ein Fighter, so ein Kämpfer, so, ja. Bulldozer, ja. Das ist der Nickname mit ihm. Aber das ist schon krass, das ist einfach der Präsident von dem Land. Und der hat dir was dann geschenkt? Jetzt? Land, der hat jeden Spieler Land geschenkt. Zur Belohnung, dass sie sich qualifiziert haben. Genau, ja. Aber nur das Land mit was drauf oder nur? Nein, nur Land, das du bauen kannst. Ja. Und willst du da bauen? Auf jeden Fall, ja. Lass da direkt einen Supermarkt aufmachen, so ein Acai-Supermarkt. Guck mal, das ist ein so Patriot. Drink like Name. Nee, wie heißt der nochmal? Nehmer? Nehmer. Nehmer, genau. Name. Drink like Nehmer. Vor allem Name ist so Name. Das Generischste, wie man jemanden nennen kann. Das ist einfach Name. Das geht echt weg wie Wasser. Ja, wir müssen also das ganz echt. Ganz ehrlich. Wie heißt es? Nehmer. Nein. Achso, das da, Acai. 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 Acai, wenn ihr es noch nicht probiert habt, probiert's mal. Zack, danke dir, dass du mir jetzt den Supermarkteinkauf noch schwerer machst. Das ist schon schwer in Deutschland zu kriegen. Ich finde das schon schwer. Aber das Gute ist, der Preis ist die Hürde. Das kann sich nicht jeder leisten. Das ist schweineteuer in Deutschland. Ey, was kostet das denn? Das, was du da gerade getrunken hast, waren 8 Euro. Ehrlich? Das ist komplett Privatinsolvenz. Deswegen machen die immer die Bowl. Die hauen da so Bananen, Wasser, diese toten Katzen, die da rumliegen, ballern die alles rein, damit das billiger wird. Ein bisschen Acai noch. Das aber würde Acai allein ist richtig 8 teuer. Euro. Ja, ja, weißt du, woran es liegt? Wegen der Beere, oder? Die ist so klein. Gott, wenn du die live siehst, das ist komplette Scam-Beere. Du musst dir vorstellen, dieses Ding, was du gerade getrunken hast, das ist wie die Kirsche, aber die Kirsche, der Kern, ist 98% von dem Ganzen.
Das ist quasi nur noch die Haut der Kirsche. So wird das gepflückt, so ist das in echt. Und dann müssen die das so richtig aufwendig in so dreckigen Trommelgeräten machen, damit diese Haut nur abgeht. Das ist ja nur Haut. Und das alles müssten die dann zusammensammeln mit diesen ganzen brasilianischen Fingern, die ja zwischendrin verloren gehen. Das sind dann auch da drinnen, müssen die alles erhitzen, in kleine Pads rein und dann, zack, Abzunehmer. Dann sitzt der Nehmer, Ronaldinho, sein Finger. Lecker. So, das ist halt ein richtig trauriger Prozess. Aber trauriger Prozess, das ist ein richtig trauriger Prozess. Wahnsinn. Aber ich habe jetzt richtig Bock, nach Mosambik zu gehen, Alter. Das müsst ihr mal machen. Flagge sieht geil, aber vermisst du denn jetzt dort irgendwas? Oder ist alles gleich? Wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du da wohnen müsstest, nein, würdest. Also ich sag ehrlich, jetzt für immer wohnen, das würde ich nicht. Das würde ich einfach nicht, keine Ahnung. So, ich bin da gerne, aber immer nur für eine gewisse Zeit jetzt, ja. Okay, krass. Ja, weil für dich ist ja auch richtig schwer, da zu spielen. Wenn er gegen Kap Verde oder sowas spielt, ist ja super einfach. Der wird ja immer gedeckt, Alter. Ist ja super einfach, den zu decken, weißt du? Weil die sehen ja alle, die gucken dann, aber du, er ist ja derjenige, der die Tore schießt. Und gleichzeitig wissen die immer sofort, ah, Blanco, den müssen wir decken. Weißt du, was ich meine? So, er ist ja doppelt auffällig. Er ist riesig, vorne, und dann Blanco. Deswegen wirst du da wahrscheinlich immer umzingelt von diesen Kapverdianern, Alter. Das wird mir so hart auf die Nüsse gehen. Aber ich fand dich richtig stark im WM-Qualifikationsspiel gegen Algerien. Das fand ich richtig, da fand ich dich richtig stark. Da warst du so knapp davor, ein WM-Quali-Tor zu schießen, Alter. Hast du gesehen, wie ich den einmal drüber gechippt habe? Ja. Über die Kette? Ja. Da dachte ich mir, oh, schieß doch einfach. Verteidiger wollten nochmal querlegen, aber ich denke mir, ja, schieß doch einfach. Vor allem, man muss ja überlegen, dann siehst du so Benze Baini oder siehst irgendwelche Leute aus der Premier League. Ey, mit denen hatte ich coole Talks, aber ja. Ehrlich. Also die konnten Englisch. Hä? Na, er konnte, bei Dortmund, ja, er konnte ein bisschen Deutsch sogar, ja. Er spielt ja fünfte Liga, aber seine Gegenspieler, die bei den anderen Top-Mannschaften in Afrika spielen, spielen bei den besten Vereinen der Welt. Die spielen bei Dortmund, in der Premier League und so weiter. Ich finde es so krass, dass du gar keine Ahnung hast. Das ist verschickt, Alter. Das ist so, als würde ich einem geistig Behinderten. Ich bin ja fußballverrückt und ich muss mich quasi auch schon anpassen auf diesen Sonderschüler hier vorne, der wirklich gar nichts weiß. Der weiß, glaube ich, nicht mal, was Abseits ist. Das Ding ist, du hast mich ja vorher noch nicht mal richtig so eingeweiht. Ich dachte immer so, es ist ein bisschen Spaß, aber jetzt check ich es langsam. Das ist kein Spaß. Er ist wirklich so. Er ist wirklich wie ein Fußball-Legastheniker. Ja, das Problem ist bei Fußball, alles passiert ja immer wieder. So bei Boxen oder sowas, das passiert einmal, bist du der Champion. Und der Kampf, der passiert, das passiert einmal. Aber bei Fußball ist so. Ja, wieso? Du kannst doch auch die ganze Zeit Champion bleiben, oder? Ja, ja, aber diese Aufeinandertreffen sind historisch meistens. Ah, bei diesen, okay. Die kämpfen einmal. Ja, bei und Fußball dann auch, Alter. Ich kann dir von hunderten Spielen alles detailliert sagen. Nein, aber ich meine, bei Fußball ist so, wenn du die jetzt nicht gepackt hast, nächstes Jahr nochmal Bundesliga. Und nochmal. Und nochmal. Die Bundesliga, Rad. Aber ja, okay. Afrika Cup, weißt du, wie schwer ist es da hinzukommen für so ein kleines Land? Das ist auch History. Mosambik schafft das alle paar Jahrzehnte, sich da zu qualifizieren. Das ist so, als würde Luxemburg Europameisterschaft spielen. Aber Alter, ich sage, guck mal, 2025 jetzt wieder Afrika Cup. Mit Ansage hier in diesem Podcast, ihr werdet sehen, wir werden wieder dabei sein. Mambas. Und dann auch über die Gruppenphase, Alter. Nee, Quatsch, du musst ja nur in der Gruppenphase ein Spiel gewinnen, dann bist du ja schon dann History. Hast du wieder History. Was meinst du, wie viel Land dir dann der Präsident gibt, Alter? Vielleicht baut er dann auf unserem Land was drauf. Oh mein das Gott. Krass, Ansage an Präsident? Nein. Einmal gewinnen, Alter, das wird Trauma. Weil Algerien ist halt auch gut, weil die sind manchmal vielleicht verwirrt. Wenn ihr diese, wenn ihr diese Trikotfarbe ein bisschen anpasst, dann denken die vielleicht, du bist ein Verteidiger. Die denken dann so, oh, das ist ja heavy, So, ja, ich bin einer von deinen, das ist ja heavy. Und dann, oh, du hast mich betrogen. Sorry, Bruder. Ich bin einer von deinen, das ist ja heavy. Sorry, Bruder. Ich bin einer von deinen, das ist ja heavy. Weil für ihn muss das so sein. Aber weißt du, was witzig war? Pass auf, du weißt ja, selbst für dich oder selbst für andere Kumpels, ich habe die Profifußballer sind, für jeden ist es unfassbar schwer, für so ein krasses Spiel wie WM-Finale Tickets zu kriegen. Und weißt du, welcher Legastheniker bei den letzten 5 Ausscheidungsspielen plus WM-Finale so neben so Präsidenten wie Erdogan und so in der Loge war, FIFA-Präsident war da, Mbappé spielt so, Messi spielt, er hat die besten Tickets gehabt, Katar-WM-Finale. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, oder den Sport nicht versteht. Das war so verschwendet an mich. Also ich hätte viel lieber jemand anders da sitzen gehabt, weil ich wollte eigentlich nur hingehen wegen Marokko, weil ich kannte halt die Leute, die diese Stadien gebaut haben, die haben mich dann eingeladen, die dann so, ey, 4 Bangladeschis sind spontan abgesprungen, die eigentlich hier sitzen sollten. Ein paar von den Bauern durften halt auch da sitzen. Wir haben es leider nicht geschafft aus nicht genannten Gründen. Auf jeden Fall durfte ich dann die Gründe sein und dann habe ich da gesessen und dann ist Marokko rausgeflogen. Also es war richtig traurig. Er ist wirklich nach Katar geflogen. Wir haben hier gesessen und er so, ey, ich muss los während der Folge. Ich glaube, läuft sie so raus. Ey, ich fliege nach Katar. Ich so, laber keine Scheiße. 10 Stunden später ruft er mich an. Ey, guck mal, Gabriel, wo ich bin. War der einfach im Stadion Marokko Halbfinale von der WM.
Ich schwöre, vielleicht 12 Stunden von, er sitzt hier, kriegt einen Anruf zu, er nimmt Taxi zum Flughafen und ruft mich an, Videocall aus dem Stadion. Ich dachte, es ist Deepfake, aber es war wirklich echt. Stark. Das war schön anzugucken, aber nur so kann ich mit Fußball so eine Verbindung schlagen. Okay, die alle sehen aus wie meine Cousins. Die haben denselben Pass wie ich. Sammy, Sammy. Das sieht aus von... Sammy. Kennst du nicht, die reden ja so. Das sind Marokkaner. Das sind Marokkaner, reden sie. Die haben die höchste Stimme ever. Und dann gucke ich die alle an. Wallah, Sammy, das ist mein Cousin. Habe ich runtergeguckt, jawohl, mein Cousin, ich sitze hier, ich feuer die jetzt an. Die verlieren, daddy. Dann war ich schon abgefuckt, dann hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Aber ich habe so, mich so noch so mitreißen lassen. Ey, dabei sein ist alles und so, mit so halbem Zwinker. Und dann verlieren die nochmal gegen Kroatien. Und dann war ich eh da, mein Flug ging später, dann dachte ich, komm, dann nehme ich das Finale noch mit. Und ich wollte eigentlich nur Elfmeterschießen live sehen. Das ist das Einzige, was mich ja juckt, ich bin so Preis-Leistungs-Fanatiker. Ich bin so, ich sitze hier 90 Minuten, aber theoretisch könntest du noch diesen extra, kennst du so Nuggets, du hast diesen extra Nugget drin. Haben die so verzählt. Das ist für mich Elfmeterschießen. Ah, ich krieg noch mehr für mein Geld, wo ich nicht bezahlt habe. Aber ich saß da trotzdem, ich wollte Elfmeterschießen. Und dann habe ich das beste Finale der Welt gesehen. Es war so schön. Messi. Elfmeterschießen, Messi gesehen. Mhm. Es war einfach traumhaft. Aber nur so kann ich damit was anfangen. Und Atmosphäre? Trauma, was meinst du, wie das war, Alter? 65.000. Pass auf jetzt. Und jetzt stell dir vor, ich habe so Oberliga-Alltag in meiner fünften Bundesliga, okay? Und spiele vor 300 Leuten auf einer Wiese und dann parallel nächsten Monat vor so einer Kulisse, da wo du zugeschaut hast. Oh mein Einfach Gott. Dieses Feeling, checkst du dieses Feeling? Voll. Und danach gehst du zurück in die Oberliga und spielst wieder auf einer Wiese vor 300. Weißt du, wie schwer das ist? Oh mein Gott. Jetzt mal ehrlich, Mann. Jetzt mal ehrlich. Ja. Wisst ihr, wie krass das für die so mental ist einfach? Das ist heftig, Mann. Mhm. Ja, du erlebst so eine kranke Wertschätzung von dem, was du machst. Mhm. Und dann geht's wieder runter. So, du bist dann so, du hast so Existenzkrise. Bin ich jetzt so viel wert? Eine ganze Arena mit Präsident, der mit mir eine WhatsApp-Gruppe hat? Oder bin ich, hey, kann schon mal vorbeischieße? Karl-Heinz? Oder... Ali, Boomae, Ali, Boomae. Du hast so deinen privaten Rumble in the Jungle gehabt und dann, ey, kannst du mal vorbeischieße? Digga, ich hab Kreisliga gespielt mein Leben lang und deswegen weiß ich, also wie krass das sein muss. Ja, also guck mal, vor allem ich kann's mal was anderem. Ich hab Kreisliga gespielt, hab's bei Fußball nie gepackt, weil ich einfach zu beschissen war. Aber ich habe dann irgendwelche Shows gemacht mit Salim, wo wir auch vor 10.000 Leuten spielen. Wir haben auch schon Shows gehabt auf so Messegelände, wo 10.000, 15.000, wie ein Fußballstadion. Geil, wir haben sogar schon ein Fußballstadion von, wo war das, Wien, Wiesbaden, die spielen auch dritte Liga. Ja, ja. Da haben wir eine Show gehabt, ausverkauftes Stadion, Comedy-Show halt, ne? Im Stadion aber. Und deswegen kenne ich diese Massen. Geil, Mann. Und wenn ich das mit Fußball hätte, ich würde, glaube ich, anfangen zu weinen, weil Fußball mir so viel bedeutet hat immer. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, wie krass das für dich ist, Alter. Ja, Mann. Brother. Krass, Alter. Fühlt ihr solche Hallen? Outdoor war das Stadion, wie in Wiesbaden. Aber wir machen auch große Hallen, ja. Wir machen so eine Tour. Scheiß mal da drauf, ja, scheiß mal auf uns, Alter, du bist sogar. Ich schwöre. Das wissen ja unsere Fans alles. Wie geil ist das? Aber ich habe ja auch ein paar Fragen. Deine ganzen Landsleute jubeln dir auf Portugiesisch oder Schengal zu. Hieß das Schengal, ne? Nee, Schengal war, glaube ich, der von Superkickers oder so. Schangan. Schangan. Achso. Die brüllen dich alle auf Schangan an. Schangan für uns, Bro. Und du bist da. Du siehst ja auch, du stichst ja auch noch raus. Ich habe mir dieses Bild gesehen, wie du mit Mosala reingelaufen bist. Du bist ja auch vorne. Dann stehst du da wie der absolute Übermensch. Tattoos, dein Song noch auf deinen AirPods. Sitzt du da um noch dieses... Er hat seine eigene Musik beim Reinlaufen. Genau, damit er noch diese Lizenzgebühren mitnimmt. Vor allem, also, Digga, er als Rapper hat... Du sagst, dein Cousin ist hell, redet hell, Alter. Wenn er... Der hat eine Stimme wie Michael Jackson, ich schwör's dir. Du klingst wie Michael Jacksons Rapper. Aber warte mal kurz. Ich würde eher sagen, ich bin Musiker als Rapper. Okay, sorry. Können wir das machen? Nee. Musiker. Zurückgespult, er ist Musiker, er ist kein Musiker, Rapper. Musiker, ja, Mann. Ja. Dieses R hier, Digga, das R, was er hat, sieht aus, wie wenn du bei Audi dir so ein Upgrade holst, ne? Einfach so ein R ist. Wunderschön sieht das aus, wirklich, hab's richtig. Ja, aber weißt du, was das Krasse tatsächlich bei dir ist? Du hast diesen Star-Appeal, ne? Ich habe mit Robbie Hunke, der hat ja auch so ein Video über dich gemacht, ne? Ja, Mann. Der Co-Kommentator von unserer Fernsehshow, ne? Mhm. Der macht ja auch Champions League und Baller League, wo wir auch übrigens nächste Woche sind zusammen, ne? Leute, schaltet es ein. Team von Trimax, ne? Ich denke, Ramiro, darf ich darüber reden? Klar. Die Folge kommt Bruder. Einen Tag, bevor Baller League ist, sowieso. Bis dann dürfen wir drüber reden. Ah, okay. Ramiro, darf er reden? Ja, Bruder. Bruder, er darf reden, Bruder. Kein Problem, Bruder. Baller League. Ja, genau. Auf jeden Fall, Baller League wirst du dabei sein und so weiter und so fort. Und der Robby hat damals auch zu mir gesagt, ey, der Typ sieht aus schon wie ein Superstar. Weil du hast, guck mal, was du für einen Style hast. Du siehst aus wie jemand, der so bei Real spielt eigentlich, ne? Deswegen, Pforzheim, also nichts gegen Pforzheim. Du hast ihm viel zu verdanken und so. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn Real anruft,
Also Real, die Supermarktkette, meinte er. Da braucht man nicht drüber reden. Da braucht man nicht drüber reden. Also da muss man auf jeden Fall los. Real anruft, ey. Herr Ratifo, Sie haben zu viel Acai gekauft bei uns. Ratifo, diese Ananas hier, ich glaube, die sind richtig skeptisch. Wir haben gesehen, die sind aus Mosambik. Kannst du mal testen, wie wirklich aus Mosambik sind? Nein. Leute, mich hat gerade wieder Real angerufen. Real, alles, einmal hin, alles drin. Schieß dir in die Hütte voll. Ey, wir müssen mit ihm nach Mosambik, Alter. Wir sind mit dem Star von Mosambik da. Chillen mit dem Präsidenten. Das wird schon geil. Aber der kann Englisch, der Präsident, oder? Der kann Englisch, der hat in Manchester studiert. No way. Ja, frag mich aber nicht, was er studiert hat. Wahrscheinlich richtig gute Sachen hat er studiert, Alter. Mhm. Wie geil muss das sein? Aber ich verstehe genau, was du meinst, diese Existenzkrise. Man ist so da, aber was macht dir mehr Spaß? Fußball spielen oder Musiker sein? Diese Frage, ich habe die in letzter Zeit echt oft gehört, aber es ist beides so ein Teil von mir, es ist beides eine Liebe von mir, weißt du, wie ich meine? So, ich mache alles, solange ich kann. Fußball ist begrenzter. Musik kann ich noch immerhin weitermachen, so, aber ich liebe beides so. Ich werde beides 100% durchziehen. Geil. Wo ich das erste Mal einen Song von dir gehört habe, dachte ich so, krass, wie kann dieser Typ so hell singen? Du hast wirklich so eine glockenklare Stimme, Alter. So richtig, das klingt so ein bisschen wie Michael Jackson. Sehr hell kannst du singen, ne? Vorhin, du sagst Michael Jackson, ich höre sehr oft so The Weeknd. Ja, The Weeknd, genau. Ja, ja. Ja, stimmt. Stimmt, The Weeknd ist noch treffend, hast du recht. Höre ich oft, ja. Er hat so eine helle Stimme. Sollen wir einen Song von dir dürfen ein Stück abspielen? Ist das okay? Na klar. Bin gerecht, ich meine. Aber sag mal, was du da abspielen möchtest. Sag mir, welchen du willst. Ich weiß nicht, wenn du jetzt eine helle Stimme hören willst, keine Ahnung. Ja. Yeah. Was hast du denn da so? Welchen würdest du anmachen wollen? Wenn wir unter 30 Sekunden sind, dann darf man es bei YouTube zeigen. Unter 30 Sekunden? Ja, wir dürfen nur ein kleines Stück zeigen. Wir dürfen nicht länger als 30 Sekunden, sonst. Nehmen wir Summerlover. Aber du musst ein bisschen vielleicht vorspielen, sonst sind die 30 Sekunden vorbei. Achso. Alright. Die Sonne strahlt in das Drop-Top. Fuck, war schon so lange nicht mehr in 061. Das ist keine Stimme! Höchst wie mein Cousin, Alter! Vor allem, es endet mit hier Cliffhanger, wann habe ich Money für ein Penthouse? Ich glaube, wenn ihr ein Gruppenspiel gewinnt, dann hast du Money für ein Penthouse, Alter. Ja. Kriegt man das hin ohne Autotune? Oder einen Vertrag, oder? Ich war wirklich so, ist das KI generiert? Wie kann man so krass hell singen? Das hätte ich ja gar nicht so gehört. Du hast eine ziemlich tiefe Stimme, wenn du sprichst eigentlich, ne? Ich mache eigentlich so manchmal auch mit der tiefen Stimme einfach Mucke. So unterschiedlich, weißt du? Das ist unglaublich. Du kannst eigentlich zwei verschiedene Profile anlegen. Der hat aktuell einmal den Diepen und einmal den Wala Sahbi. Wala Sahbi. Und noch den Fußballer. Und was bei dir halt noch dazu kommt, du siehst halt gut aus. So, danke. Ne? Und das soll jetzt auch gar kein Geschleime sein, aber ich glaube, du könntest auch neben Musik auch Schauspieler oder keine Ahnung was, weißt du? Die Karriere steht dir jetzt offen, weil jeder dein Gesicht gesehen hat, ne? Bring mich doch irgendwo rein. Bin offen dafür. Aber erstmal Fußball durchziehen, dann Musik parallel. Nein, er macht alles gleichzeitig, Mann. Er kann alles auf einmal. Also ich habe Energie für mehrere Sachen, aber ja, also wenn jetzt was ernster wird, dann konzentriere ich mich schon auf die Aufgabe, die dann vor mir steht. Du könntest eine Serie mitspielen, weißt du? Ja, wäre geil. Das wäre richtig fresh, Mann. Du wärst so entweder der Agent oder der Agent-Rapper gleichzeitig. Man könnte dich so in diese ganzen Rollen, die Rihanna mal hatte, alle durchmachen. Dings, Auftrags, Projektleiter, Fußballer, Rapper, Genius, Astronaut, First Black Man on the Moon, sowas. First Black Man on the Moon. Dann deine ganze Teamkollegen. He no black. Nein, aber weißt du, was ich... Na, Mann, no. No, he no black. Nein, die reden doch Portugiesisch, Mann. Und das ist tatsächlich noch eine Hürde. Also du musst irgendwann noch Portugiesisch lernen, oder nicht? Nein, Mann. Doch, ich muss auf jeden Fall. Aktuell, wie gesagt, ich verstehe viel, aber ich müsste auf jeden Fall noch ordentlich intensiv lernen, ja. Das ist heftig, weil ich verstehe auch nicht. Ich will ja auch komplett diese Sprache beherrschen, weißt du, wie ich meine? Dass ich auch dort, manchmal ist es so, die kommen zu mir und sagen, hey, die Leute kennen dich, die Leute wollen dich sehen vor der Kamera, komm, geh mal ins Fernsehen oder mach mal ein Interview dort. Und immer wieder tribbe ich mich da raus, weil ich grammatisch so schlecht eigentlich bin. Ey, weißt du was? Dann haben wir was für dich und damit zu unserem Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Bubble. Und Salim, wir haben ja gerade darüber gesprochen, du hast ja Spanisch darüber gelernt und man kann darüber auch Portugiesisch lernen, oder? Absolut. Du kannst sogar brasilianisches Portugiesisch einstellen, mosambikanisches Portugiesisch oder sogar das portugiesische Portugiesisch. Und das Beste ist halt, man kann immer seinen Startpunkt auswählen. So kannst du teilweise gleichzeitig beide Sprachen gleichzeitig lernen. Ich gehe halt immer von Englisch aus, weil Englisch die meisten User ja weltweit sind. Mhm. Und wenn du Englisch als Baseline nimmst, lernst du gleichzeitig noch, verbesserst du noch dein Englisch. Und so hast du das doppelte Sprachlernerlebnis mit einem Sprachkurs. Und was würdest du Ratifo empfehlen? Der ist portugiesisch für die mosambikanische Englisch, Nationalmannschaft. Weil Englisch, er sieht aus wie ein internationaler Superstar, er rappt schon auf Englisch. Er singt. Das heißt, er macht Musik auf Englisch und so kann Deutsch-Englisch. Deutsch-Englisch sogar noch und dann kann er beides perfektionieren. Dann könnte ich sogar portugiesische Songs machen, oder was? Ja, dann könntest du portugiesische, Songs machen, englische Songs. Und japanische, wenn du japanisch lernen willst. Das. Aber überleg mal, wenn du wirklich portugiesisch lernst, ich meine, du bist Nationalspieler von Mosambik, stell dir vor, du machst einen Hit auf mosambikanisch, dann bist du richtig, dann bist du wirklich ein Superstar dort. Du bist ja jetzt schon ein Star da. Wäre auf jeden Fall geistkrank und würde, glaube ich, auch sehr krass anschlagen. Aber warum ist Bubble so gut, Alter? Ich frage mich das jeden Tag, wenn ich diese App benutze. Die ist so gut, wie kann das sein? Das naja, so preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen von über 14 Sprachen. Lerninhalte werden von einem Team von mehr als 200 Sprachexperten erstellt. Die Lektionen dauern so 10 bis 15 Minuten, so bequem als Snack zwischendrin, zum Beispiel in der Länderspielpause, kannst du so ein paar Lektionen wegsnacken. KI-gestützte Spracherkennungssoftware und so weiter und so fort. Wenn ihr das alles wollt, mit dem Code Vitamin, V-I-T-A-M-I-N, zahlen die Hörer für 6 Monate und erhalten zusätzlich 6 weitere Monate ihres Bubble-Abos geschenkt. 6 Monate zahlen, ganzes Jahr lernen. Infos und Code einlösen auf www.bubble.com/audio. Der Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X, Werbung, Ende. Du bist der geilste Typ, Mann. Du warst wirklich der beste Gast, den wir bisher hatten, Mann. Wir müssen die Folge noch fertig machen. Ich mach doch gar nichts, Mann. Nein, Mann, das ist einfach überragend. Deine Story ist legendär. Du musst auf jeden Fall. Du hast noch gar nichts gehört. Wie? Was weißt du denn jetzt alles schon? Ey, soll ich mal sagen, mit manchen Gästen machen wir nur eine halbe Stunde. Mhm. Jetzt geht's schon anderthalb Stunden. Das heißt, ein bisschen. Aber erst jetzt fühle ich mich gerade voll warm so. Ja. Und ich glaube, du hast am Anfang, weil du, guck mal, so wenig wie Salim Fußball kennt, kanntest du ihn. Du wusstest nicht, dass du hier mit dem OG von Satire sitzt. Mhm. Weißt du? Der spielt es auch nicht, der ist wirklich so. Ja, das habe ich, deshalb meine ich ja so. Jetzt guck mal, wer in Thailand auf dem Markt ist, der holt gar nicht die Passion Fruit, der holt nur die Katzen, weißt du? Nein, nein, ich will auf jeden Fall nach Mosambik, Alter. Das ist Hammer. Die Preise dort sind affordable oder ist es übertrieben teuer? Alles? Nee, ist super. Stell dir mal vor, guck mal, ich gehe hier Bart und Haare schneiden und gebe am Ende so 20 Euro hin. Und dort ist es so 2,50. Und im Endeffekt gibst du ihr einen Fünfer und sie massiert noch so deinen Kopf. Hm, ja, was, sieht ihr auch was anderes? Spaß, sorry. Ich wusste nicht warum. Es tut mir voll leid. Es tut mir Gott nicht. Aber Bruder, da kenne ich auch Orte. Wirklich? Habibi! Du Link. Aber ich glaube, die Orte, die du meinst, sind alle in Pforzheim, Alter. Nein. Ey, Mann. Hey, Pforzheim ist wirklich Next Level Shit, Alter, dass du es da so lange ausgehalten hast. Ich habe da wirklich Respekt. Also nicht der Verein, sondern die Region. Also Pforzheim ist ja wirklich, ist wirklich eine der hässlichsten Städte in Baden-Württemberg. Oh, ne? Man lernt es lieben auf jeden Fall. Digga, das ist so das Kap Verde von Deutschland. Ich schwöre, ich habe mich richtig aufgeregt. Kap Verde ist schön, Mann. Wirklich? Ich war schon dort, ich schwöre, ich weiß nicht, was das ist. Wo warst du noch alles? Gib uns deine Top 10 der Reiseziele. Du kannst ja da, man sieht ja deinen Globus, Salim. Kannst mal ein bisschen zeigen, wo du überall warst. Weil du bist ja tatsächlich mehr rumgekommen, als wir alle durch diese Spiele wahrscheinlich, ne? Mhm. Kap Verde ist hier, ist ja voll ein geiler Urlaubsort. Ja. Ich müsste gucken, weil ich gar nicht mehr so alles im Kopf habe, aber ich glaube, ich war schon... Bro, also die haben doch nicht mal... Die haben doch nicht mal 11 Einwohner. Wie konntet ihr gegen die verlieren, Bro? Ey, Mann, die sind überragend. Da spielt wirklich jeder erste, zweite Liga. Was? Naja. Aber von Kap Verde, die erste Liga? Nein, international, La Liga und sowas in Spanien. Ah, die haben einfach die Avengers der Kap Verdener in das Team. So ähnlich, genau, so ähnlich. Yes. So macht Mosambik das auch, aber ihr habt nur den einen von Atletico Madrid und alle anderen spielen unterklassig irgendwo. Nee, ne? Einer noch bei Metz oder so, ne? Habe ich gesehen. Nee, wir haben Jenny Catamo von Sporting Lissabon. Lissabon. Erste Liga Portugal. Stark. Ja, auch ein super Kicker. Dann haben wir Renildo, unser Bekannter, Atletico Madrid. Kapitän genau. Sogar da, ne? Oder? Nee, Kapitän ist er nicht. Ah, hab ich mal. Aber das klingt wie so eine Raubkopie-Version von Ronaldo. Wie hieß der? Renildo. Renildo Mandá. Einfach so, damit er keinen Stress mit Ronaldo kriegt. Vergiss nicht, er ist Stanley Ratifo. Er hat einfach so eine Mischung aus The Weeknd und auch einem von diesen Brasilianern. Geil. Wen noch? Dann haben wir einen Mecher, der lange auch in
Frankreich gespielt hat, bei Bordeaux, bei Rennes, genau. Mexer geschrieben mit X. Genau. Dann haben wir einen Bruno Langer, der jetzt in die spanische Erste Liga gewechselt ist, La Liga. Nicht zu wechseln mit Bruno Labbadia, der wird regelmäßig gekündigt. Das ist ein anderer. Aber verstehst du schon, was wir für einen krassen Kader eigentlich haben? Aber dass du da als Fünftligist, du kannst richtig stolz auf dich sein, wirklich. Ja, Mann. Ich habe mich so gefreut, weil wir haben es ja vorher kennengelernt. Ich weiß noch, ich habe dich vor einem Jahr oder so kennengelernt, wo du hier bei uns unten, weil der Ramiro, dein Cousin, wie beim Saarland sagt, der ist ja auch Fotograf, der macht ja wirklich kranke Bilder von Rappern, dies, das. Und er so, hier kommt ein Cousin, wir machen Fotos wegen Musik. Und dann irgendwann so, was ist das für ein Trikot? Nummer 13, Ratifo. Shooting gemacht. Er so, ja, der spielt auch Fußball, der spielt in der Nationalmannschaft in Mosambik. Ich so, hä, was? Und ich habe schon vor einem Jahr, also lange bevor das hier so eine Story wurde, du bist jetzt überall, die ganze Zeit gesagt, ey, mit dem musst du was machen. Das und ich freue mich richtig, dass du jetzt im Gespräch bist, weil du warst zu lange unterm Radar und jetzt kommt deine Zeit, Alter. Das stimmt allerdings, Alter, da hast du recht, ich erinnere mich auch noch. Ja. Was waren noch die Top-Reiseziele? Wir haben Kap Verde. Kap Verde sagst du gut zum Urlaub machen. Ja, also zum Urlaub war ich jetzt noch nicht da, aber wir haben noch... Was kann ich empfehlen? Lass ich mal gucken. Ich war zum Beispiel schon Mauritius. Warst du schon mal auf Mauritius? Mauritius, ja, bekannter Urlaubsort. Ja, und? Wunderschön. Super, oder? Richtig geil. Da war ich auch. War auch sehr schön. Senegal war ich. Und? Okay, das sagt alles. Ja, war schon okay. So, ich habe nicht viel gesehen, weißt du? Ramiro, musst du kurz oder was? Nee, mach einfach, warte. Okay. Südafrika, Johannesburg bin ich sehr gerne, Joburg, sehr, sehr nice, Amapiano. Baba, also Südafrika allgemein ist so wunderschön. Warst du auch schon dort? Ja, ich kann es kaum glauben, dass das, also wenn du da bist und vor allem hier an der Küste so entlang bist, hast du die Pinguine gesehen, als sie dort waren? Nee, an der Küste war ich gar nicht. Ah, du warst nur in Johannesburg direkt. Genau. Wunderschön. Gegen wen habt ihr da gespielt? Gegen Südafrika? Ich war in einem Probetraining bei Kaiser Chiefs, Rekordmeister von Südafrika. Ey, die sind so krass, die gibt es sogar bei FIFA, bei Rest of the World, Kaiser Chiefs. Und wie lief's? Wie lief das Probetraining? Eigentlich lief es relativ gut, aber wir hatten dann das Problem, dass ich ein Europäer war. Und ich war dort zur Probe mit einem Spieler, der in Afrika gespielt hat. Und der ist natürlich auch viel günstiger als ich. Und im Endeffekt haben sie sich nicht für mich entschieden, sondern für den afrikanischen Fußballer. Boah, sonst wärst du nach Südafrika gezogen. Sonst wäre ich, denke ich mal, ehrlich gewechselt, ja. Dann würde ich jetzt bei Kaiser Chiefs sitzen. Oh mein Gott. Hättest du nicht runterfahren können, so preisdumpingmäßig? Ich unterbiete den African. Nee, das geht nicht. Aber wenn jetzt noch, sag ich mal, keine Ahnung, Beispiel, jetzt fragt, weiß ich nicht, FC Saarbrücken an, Hansa Rostock, Kaiserslautern, Hertha, jemand aus der zweiten, dritten Liga, die sagen, ey, der Typ ist so gut, wir wollen den, Profi, da würdest du schon zusagen, oder? Du musst es eigentlich machen aus Karrieresicht, oder? Da hast du recht, also sowas muss man auf jeden Fall machen, vor allem, ich bin 29, ja, also die Jahre, die ziehen mir da vorbei. Aber nichtsdestotrotz bin ich meinem Club aktuell sehr, sehr dankbar für das, was ich da alles leben durfte, erleben durfte. Ups and downs. Ja, das ehrt dich auch. Wenn man sich anguckt, wie viele Fußballer in der heutigen Welt einfach nur den Sprung machen und ihren Verein verlassen und du sagst sogar, obwohl du fünfte Liga spielst, wie dankbar du bist. Aber dieser Kontrast, Alter, dass du einfach dienstags auf der Wiese bist und freitags da im Stadion, Alter, das macht einen fertig, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist so, aus unserer Perspektive gesprochen, machst du ein Jahr so eine Tour wie Felix Lobrecht, wo alle dir zujubeln und dann spielst du wieder Open Mics. So ist es vom Verhältnis her. Aber die Erinnerung kann dir keiner nehmen, Brother. Da hast du recht. Die Erinnerungen bleiben hier, wie du mit dem Präsidenten mit Kalaschnikow gesehen hast. Ach, da gibt's noch so viele Stories. Ich wüsste gar nicht, was ich erzählen sollte. Ich habe noch so viele Stories von unglaublichen Turbulenzen im Privatjet, wo Leute schon geschrien haben, bis einer die Waffe auf dich hält. Das war das Beste, den Präsidenten zu sehen. Ask me one more time and I'm going to shoot you now. Okay, ich lasse es hier. Better be. Now welcome to the Presidential Palace. Nice to meet you, brother. How are you doing? Nice to meet you, brother. Genau so, ey, Mann, das ist echt krass. In Südafrika, die reden genauso. Genau so, die Lippen immer vorne. Yeah, nice to see you, brother. What do you want, brother? Ask me one more time. Ich liebe das. Ich schwöre, die Augen sind so aufgerissen. Ich schwöre, ich liebe die. Aber deswegen ist Südafrika auch geil, weil da kannst du ganz normal mit denen reden. Warum haben die Engländer nicht gewonnen, Alter? Das regt mich jedes Mal auf, Alter. Dass die das so aufgeteilt haben. Das ist halt so hart asozial. Klar war Kolonialismus und so ein bisschen blöd. Aber dafür können wir mit denen allen reden. Sonst müssten wir alle paar Dörfer weiter neuen Changal lernen. Neuen was? Neuen Changal. Wie heißt die Sprache? Ja. So kannst du nach Südafrika mit denen reden. Ja, Nigeria kannst du mit denen reden. Ja. Den haben wir noch.
hier, den hier noch, können wir alle mit denen reden. Und das wäre halt fresh gewesen. Und jetzt haben die dieses eine Ding an die Portugiesen sich gerippt und Kapverde. Ist halt hart. Spricht man Madagaskar auch Portugiesisch? Französisch. Boah, Ramiro, du bist voll der Experte. Ich höre die ganze Ramiro hinten anrufen. Informiert, ja. Ramiro ist richtig gut informiert. Der hat mir auch ständig Livestreams geschickt, als ich in Mosambik war. Der hat mir immer so geschickt, weil ich so in Südamerika tue ich so gerne so investieren in so Rohstoffe und sowas. Da hat er mir die ganze Zeit gesagt, dass es da auch ganz viele Rohstoffe gibt. Der meinte, hey Bruder, du machst doch voll viel mit Bäumen und so. Was hältst du von diesem Land? Und ich so, Bro, das ist eine Wüste, Bro. Ja, aber irgendwann könnten da Bäume sein, Bruder. Schnapp's dir. Und ich so, ah, Bro, die Verbindung ist gerade sehr schlecht. Und dann war direkt so ein, und dann war die Verbindung weg. Aber das ist so geil. Ey, ich beneide das, Bro. Das ist so eine wunderschöne Cinderella-Story, Mann. Es ist so geil, einfach dir zuzuhören. Wenn Cinderella den Fußballschuh verloren hätte, das wäre richtig krass. Auf der letzten Stufe, Alter. Geil, ist mit einem Fuß noch Torwartschießen macht. Nein, aber wie geil. Er hat so, so alles. Cinderella ist so der dümmste Vergleich für so einen Fußballer, Alter. Aber wessen Privatjet war das, wo ihr gefahren seid, wo ihr geflogen seid? Vom Präsidenten sogar. Ihr wart mit dem Präsidenten im Jet? Nein, wir waren nicht mit dem Präsidenten im Jet, aber der stellt die Flieger. Und war der Typ, der sein Handy, der gefragt hat, warum, war der mit euch im Flieger? Nein, Mann. Hat er gedacht, dass er mit euch im Flieger wäre? Nein. Aber das würde die Turbulenzen erklären, Bro. Wow. Ah, do you. Aber das hat er stark gemacht. Das hat er stark gemacht. Guck mal, jetzt aus Fußballperspektive, er hat sich gerade selbst gesteigert, hat mit Steilpass gespielt, weißt du? Und die Fallhöhe, diese Fallhöhe, die man bei Comedy, diese Fallhöhe ist quasi wie Steilpass beim Fußball, um das zu übersetzen. Diese Präsidenten sind legendär. Du musst den Präsidenten von Sierra Leone kennenlernen. Der von Sierra Leone war das Witzige. Ich bitte nicht korrigieren. Sierra Leone oder... bitte nicht korrigieren. Ja, ja, oder Liberia. Eins von beiden. Bitte korrigieren. Nein, ich meinte schon so, wie ich es gesagt habe. Und das ging. Und das Ding ist, bei diesen Präsidenten, die haben ja wirklich die absolute Power. Das ist ja nicht so Fake-Macht, so wie in Deutschland. Ich will was machen und stimmt alle ab, stimmt alle ab. Bei uns ab. Ist dasselbe, Mann. Der hat auch Power ohne Ende. Manche, die haben wirkliche Power. Ja, ja. Wenn die sagen, this brother tomorrow, gone. Dann ist der weg, der Typ. This brother. Der zeigt so. This brother, gone. Nächsten Tag. Alt. Das ist nur so Kelly Clarkson aus dem Off. Since you've been gone. Das war's. Du machst noch. So, I can't breathe. Fertig. Der bekommt noch eine letzte Ananas geschickt, die er probieren kann. Oh, das ist ein gut Ananas. Enjoy it. It's your last. Vor allem gut Ananas. Ich könnte der Pineapple nicht in dem Satz, Alter. Achso, jetzt. Deutsch reingesnickt. This is a good Ananas, Alter. Das wärst so SpongeBob, Alter. Aber das ist halt heftig. Dieser Präsident musst du wirklich Respekt haben. Bei Scholz, dem kannst du ja theoretisch eine Backpfeife geben. Und dann kriegst du irgendwann, nach 3 Monaten, kriegst du so einen Brief, wo du so Strafe zahlen musst. Wenn du dem Typ dein Handy nicht mitnimmst. Wenn du Scholz eine Backpfeife gibst, bist du circa 15 Minuten später tot, glaub mir. Nicht tot. Du wirst festgenommen, ja, und dann. Elektrischer Stuhl dann abwarten. Dann darfst du noch begründen, warum das so war. Dann sagst du, ah, sorry, Bro, ich war besoffen, ich hatte 4 Promille. Oh, fast Junior. Dort nimmst du dein Handy nicht mit. I told you, Bro. Geschossen hätte er, glaube ich, nicht. Glaub mir, der hätte das geschossen. Der wollte nur zeigen, so, ey, nimm mich ernst. Ich glaube, der Typ hat dieses Jahr öfter geschossen als Mo Salah beim Afrika-Cup, Alter. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja. Hast du überhaupt Selfie mit Mo Salah gemacht oder null? Gar nicht. Ich habe dir doch eben dieses Bild, du musst ja kein Selfie machen, ich stehe mit dem auf dem Platz, die Presse regelt das ja. Weißt du, was aber krass war, Mo Salah? In diesen Katakomben, okay? Ich habe Premier League, ich kenne ja Premier League, Champions League, wenn du mal guckst, dann siehst du Mo Salah. Und du denkst dir eigentlich, kleiner Mann, ein bisschen schmaler und so. Ey, dieser Typ sieht aus wie ein gezüchteter Athlet. Ehrlich, geisteskrank, was der für Oberschenkel hat. Ich war schon Schultern. Im Stadion. Der sieht wirklich aus, unglaublich, als würde der den ganzen Tag in irgendwelchen Seilen ziehen, durch seine Sehnen, durch seine Muskeln. Der ist stabil. Der ist nicht umsonst einer der besten Fußballer der Welt. Ja, auf jeden Fall. Man denkt es wirklich nicht. Mhm. Man denkt, so ein kleiner Typ. Aber im Fernsehen sieht man eh kleiner aus. Ne? Du siehst zum Beispiel im Fernsehen aus, also ich bin 1,84, jetzt wärst du so groß, und du bist 1,90, Alter. Ja. Und du bist viel, viel muskulöser in Real Life, denke ich immer, wenn ich dich sehe, als man im Fernsehen denken würde. Ach, krass. Ja, viel. Das heißt, wenn du Mo Salah so siehst, so auf dem Feld, so du siehst ihn direkt neben dir, zum Beispiel hatte ich das Gefühl bei Mbappé, wenn du den siehst im Fernsehen, denkst du, okay, what is the hype all about? Aber wenn du ihn live siehst, wie diese Hinterwäldler Marokks ihm unterlegen sind, so der spielt den Ball so nach vorne und dann sprintet er an allen vorbei. Und dann siehst du diese Welle, laufen die dem so hinterher und der zieht so an allen vorbei. Dann checkst du, ah, okay, deswegen ist er der krasseste der Welt. So, du siehst dann, diese Genetik ist ganz anders. Kannst du noch mal zeigen, wie die Marokkaner laufen, bitte nur für mich? Ja, du siehst so, den Mbappé schießt so an dem vorbei und dann die Wallace, ich müsste erstmal ihre E-Spec-Tasche gefälschten Gucci-Caps richten. Vor dem so hinterher rennen. Sahbi, mein Kippi. Und der Mbappé. Sahbi, mein Kippi. Aber hast du so noch Weed verticken nebenbei? Sahbi, ich hab dir gesagt 10.
Und dann rennt ihr dem so hinterher und du siehst so, okay, das ist nicht auf einem Level. Aber hattest du dasselbe Gefühl bei Mo Salah, bei dem so rumlaufen sind? Hattest du das Gefühl, wenn ich so Wasser hatte, ich bin mich vertickt bei Mo Salah? Nein, dieses Gefühl hatte ich nicht, aber man hat schon gecheckt, so Mo Salah halt, Mann. Wenn der am Ball war, so Stadion wird lauter und so, das hat man schon gecheckt. Aber gegen uns, Renildo hat den gut im Griff gehabt, gegen uns hat er halt wirklich gefühlt nichts gemacht, so. Außer diesen Elfmeter. Ich würde sogar diesen Renildo fragen, wie sich das für ihn anfühlt. So ein halben Milliardär, die ganze Zeit so zu bodychecken. Ja. Weißt du, wenn er das so im Privaten machen würde, dieses, wie er mit ihm umgeht auf dem Feld, dann wäre er danach ja Privatinsolvenz. Der würde ja ohne Ende Klagen kriegen, wenn er ihn nur anfasst. Kann sein. Und auf einmal darfst du das mit dem machen. So, du schubst den so, siehst du seine drahtigen Arme, seine Ägypterarme, versuchst ihn so anzufassen und der so, verpiss dich von mir, Alter. Aber weißt du, Sadio Mané? Ja. Den fand ich viel effektiver, viel mehr mit viel mehr Energie und so. Also dieses Sadio, Jahr oder damals? Wir haben ja in der Quali auch gegen die gespielt, gegen Senegal. Ja. Genau, also war noch dieses Jahr. Unentschieden, oder? 1-0, ah, leider. Verloren. Knapp verloren, verloren ja. So sehr. Wie, Sané spielt auch? Wo? Wo spielt Sané? Senegal. Ah, also, was, ach krass, ja. Den hast du gesehen? Ich habe gegen ihn gespielt, ja. Und er zum Beispiel war viel effektiver und hatte eine viel krassere Ausstrahlung, finde ich, als Salah jetzt. Meiner Meinung nach. Hat er auch so Waden wie Salah, ich oder? Ich fand damals zur Primetime von den beiden, wie gesagt, also in Deutschland natürlich Supporter von Stuttgart, ne, weil da Homies und so. Auch Hertha ein bisschen, weil mein Opa war damals Schiedsrichter in Berlin. Weißt du, halt. Ach, du spielst doch in Deutschland oder gegen Deutschland? Nee, warte kurz. Und international bin ich aber Liverpool-Fan seit diesem Spiel 2005, weißt du, wo die Champions-League-Finale gedreht haben gegen AC Mailand. Und seitdem ich immer verfolgt und so dieser Prime mit Firmino, Salah, Mané, das war die kränkste Offensive. Das war noch krasser als MSN, weißt du, Messi, Suarez, Neymar. Ich fand die noch krasser, die drei. Aber wo spielt denn Sané? Sané kommt ja aus Senegal. Nee, nicht Sané. Sané spielt bei Deutschland. Mané, Sadio Mané, Senegalese, hat bei Liverpool gespielt. Richtiger Senegalese, hat dann bei Bayern gespielt, ist aber bei Bayern irgendwie ein bisschen, gefloppt. Oh Mann, ich hab weggedrückt. Okay. Bisschen gefloppt. War Thomas Müller, den rufen wir später zurück. Ah, easy. Aber nicht der Thomas Müller, den du. Es gibt ja, glaube ich, 700 Thomas Müller in Deutschland. Ja. Kumpel von mir, der ist wirklich Thomas Müller. Es stand wirklich Thomas Müller. Ja, der ist Thomas Müller. Ciao, ja. Thomas Müller aus Stuttgart. Hast du Metzger drüben? So der hat 200 Kilo, der hat nichts mit Fußball zu tun. Hast du ihn noch so eingespeichert? Thomas Müller. Ja, klar. Ich habe auch schon oft Telefonstreich gemacht. Hier, geh mal ran, Thomas Müller ruft an. Den erkennst du auch nicht in den ersten paar Minuten, weil der redet ja schon wie so ein, wie so ein Metzger. Thomas Müller, ja, das ist Legende. Der richtige Thomas Müller. Der Name ist halt so bitter. Gut, der ist halt Pferdebauer, ne? Aber wirklich, sein Fußballstil, ich bin bewundere von den. Jetzt. Ich bewundere den. Ich auch, ich finde den Hammer. Ich finde den unfassbar geil, den Typen. Für mich auch. Und ich bin jetzt wirklich kein Bayern-Freund, aber ich liebe Thomas Müller. Wer was gegen Thomas Müller hat, liebt Fußball nicht. Weil Thomas Müller ist so ein guter Typ. Auch abseits vom Platz, so, der ist ein geiler Typ, Mann. Das, was man so sieht, auch in den Medien, der ist ein geiler Typ einfach. Thomas Müller ist die Karikatur von einem Deutschen. Und so wie Ausländer sich Deutsche vorstellen, das ist Thomas Müller. Ach, yes, we had a good game, the game was very good. So, null, so frisch von der Bäckerei raus. Ich finde, der ist nicht so grimmig wie ein Deutscher. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber weißt du, ich meine so... Oktoberfest-Deutscher. So, darauf können wir aber er ist ein sympathischer Bauer. Es gibt ja diese ekligen Bauern, diese Wutbürger-Bauern. Wutbürger-Bauern. Genau, aber er ist so ein netter Bauer, weißt du? Mann, er ist so der letzte nette Bauer, der so nicht mit zum Protest geht, weißt du? Der weiter den Acker pflügt, das Pferd morgens melkt, Thomas Kerze Müller, anzündet für Franz Beckenbauer, rest in peace, Legende übrigens. Und dann stolpert er zwei Tore rein ohne Chance. Das ist halt krass bei Thomas Müller. Aber wie ist das, wenn ihr in Senegal ankommt? Seid ihr dann am Flughafen, werdet abgeholt, direkt ins Stadion? Oder seht ihr noch was vom Land? Na, wir sehen eigentlich relativ wenig. Also wir werden abgeholt, dann werden wir ins Hotel gebracht, dann werden wir immer zum Trainingsplatz gebracht und dann ins Stadion. Ach schade, ihr habt keine Zeit rumzulaufen. Leider nicht, nein. Ja, wäre auch hart hirnamputiert, wenn ihr einfach so rumlaufen könnt. Die sind da, um das Land zu vertreten, damit es endlich mal Erfolge hat. Natürlich werden die abgeschirmt, damit sie sich konzentrieren können. Ja, Okay. Ja, ich kann mir das halt nicht vorstellen, Alter. Wenn wir immer irgendwo sind auf Tour, versuchen wir ja alles, damit wir was von der Stadt mitnehmen immer. Ja. Aber als Fußballer kannst du es ja nicht machen. Weil stell dir vor, ihm passiert irgendwas. Er geht irgendwo hin, streitet sich mit irgendeinem, weil er irgendwie den Fisch zu teuer bezahlt hat und dann auf einmal hat er so eine Schlägerei mit so einem und auf einmal kann er nicht spielen. Und dann wäre das ja apokalyptisch dann für den Verein. Ja. Das ist ja kein Verein, das ist eine Nationalmannschaft, aber ich weiß, was du meinst. Verein, genau. Und dann noch irgendwo Turbulenzen. Trotzdem Verein. Ist ja trotzdem Mosambik Verein of Football. Nein. Das ist die Nationalmannschaft. Das ist das Gegenteil von Verein. Es gibt Vereinsfußball und Länderspiele. Was ist DFB? Ist das kein Verein? Ein Verband. Sickere. Weil das Beste war. Aber wenn die Schlägerei in die Hose geht, das ist vielleicht auch ein Verband. Vielleicht kannst du so irgendwie zuordnen. Verband. Der fickt doch mein Leben. Ey, aber Stuttgart-Leverkusen, was sagst du?
Boah, ich hab so gekotzt gestern. Die haben so gut gespielt, die Jungs. Die haben so gut gespielt. Was war das? War das Bundesliga oder war das was Wichtiges? Mittelfeld, Karasor, Stiller, geile Typen. Ja. Anton, geil gespielt. Und dann machen sie ein okayes 2-1 in einem ausgeglichenen Spiel. Kriegen halt schade. Der Nöbel hat Pech gehabt, dass er den Fuß nicht so richtig runterkriegt oder Hand. 2-2, aber dann last minute. Dieser Tar, was willst du machen? Dieser Wirtz ist halt von Gott geküsst. Kannst du nichts machen? Ah, der ist überragend. Der ist von Gott geküsst. Der so, Florian Wirtz ist wirklich einfach. Du kannst nichts Negatives finden, außer seiner Frisur halt. Ne? Der muss man zum. Sieht halt aus wie so ein Knappe aus dem Mittelalter von der Frisur her. Aber der spielt halt, als hätte er Fußball erfunden. War das was Wichtiges oder einfach nur ein normales Spiel? Es war Viertelfinale DFB-Pokal. Und vor allem, das sind die letzten beiden krassen Bundesligisten. Die rausgeflogen jetzt. Stuttgart. Ja, yeah, Stuttgart gegen Leverkusen. Also, ich habe vorher schon gesagt, wer da gewinnt, gewinnt DFB-Pokal. Weil dann kommst du in der nächsten Runde gegen Düsseldorf oder Kaiserslautern, weißt du, Alter. Da, guck mal, mich hat letztens in der Kneipe jemand gefragt: oh, was sagst du, Bayern München, Leverkusen und. Ich habe gesagt: ich glaube, Leverkusen wird den DFB-Pokal holen. Aber für die Meisterschaft, natürlich wäre es was Schönes, mal, keine Ahnung, nett Bayern so am Ende da zu sehen. Aber ich glaube, Leverkusen schafft es nicht. Meine Meinung. So, was ist das? Zwei Punkte gerade? Zwei Punkte hinter dem ersten? Ja, ich glaube, also ich habe genau andersrum gesagt. Ich habe gesagt, Stuttgart gewinnt den DFB-Pokal. Schade, der Wertschein ist schon mal kaputt. Und ich habe gesagt, Leverkusen wird Meister. Guck mal, ich sag dir eins. Ich bin komplett für Stuttgart, damit die Champions League spielen, aber die haben ja keine Chance mehr, Meister zu werden. Und ich glaube, rechnerisch wäre es vielleicht sogar ein strategisch guter Move, um Bayern zu verhindern, wenn die in der Bundesliga Rückspiel gegen Leverkusen verlieren, die Stuttgarter. Hauptsache, Bayern wird kein Meister. Weil Stuttgart kann das Zünglein an der Waage sein, weil Stuttgart hat eine Chance, gegen Leverkusen zu gewinnen und Stuttgart hat eine Chance, gegen Bayern zu gewinnen. Drittletzter Spieltag, ich habe Dauerkarten hier, weißt du, spielt Stuttgart gegen Bayern. Das wäre echt ein spannendes Spiel, Alter, das war so spannend. Ich hatte ihn einmal mit im Stadion, weißt du, gegen wen das war? Das war letztes Jahr Stuttgart gegen Leverkusen, fünf letzter Spieltag, also unentschieden. Habe ich ihn mitgenommen ins Stadion, in die Loge, weißt du, weil wir da eingeladen waren von Kunden. Der hat gar nichts gecheckt. Das Essen ist so zum Kotzen dort, ich schwöre es immer. Ehrlich? Wir haben nur so Bratwürste und Kartoffel, wie heißt das hier, Kartoffelbrei. In der Lounge? Nee, da war gutes Essen in der Lounge. Ja, wollte ich schon sagen. Da waren nur Rindswürste. Und diese ganzen verfetteten Typen, Alter, hat ihn selber reingemacht. Ja, ich so, Bro, du kannst gerade noch so diese Wurst in deinen Rachen stecken, Alter. Was redest du da? Ja, auch in diesen Köpfen noch reingemacht, ja, doch. Ist so noch die Schweinshaxe von gestern, rollt ihm aus dem Maul raus, Alter. Ich liebe einfach diese Experten, die da immer sitzen, Alter. Die ist mal so fett gefressen, so die Rotzfahne. Ja, meine Mutter hat ihn reingemacht, Bro. Deine Mutter lebt da. Sofa-Trainer. Ja, das sind die schlimmsten Typen und ich sitze da, ich verstehe nicht mal, was passiert. Weil ich bin ey, so aber du kannst gerne mal zum CFR Pforzheim in die VIP-Lounge kommen, ich verspreche, da gibt's gutes Essen. Bro. Alles halal, Bruder. Als Obstar. Als das Ding geholt, Alter. Ey, Leute, guck mal, weißt du, was wir machen? Wir haben seit Ewigkeiten diesen Ball hier liegen, Spielball. Signiert, verlosen wir in den Kommentaren. Kannst du signieren, verlosen wir in der Community. Aha. Unter den besten Kommentaren. Würdest du, Bruder? Natürlich. Einen Ball von Ratifo könnt ihr gewinnen. Unter den besten Kommentaren. Wenn nur beschissene Kommentare sind, dann kann Ratifo den mit nach Pforzheim nehmen. Also schreibt was Geiles in die Kommentare. Schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns auch bei Spotify. Gönnt euch Bubble. Und Ratifo, du bist jederzeit gern wieder unser Gast. Weil ganz ehrlich, wir haben manchmal hier Entertainer sitzen. Ich nenne jetzt keine Namen. Comedians, Musiker und so. Und die sind weniger unterhaltsamer als du. Also ich schwör's dir. Ehrlich? Also Leute, die hauptberuflich Entertainment machen, mit denen ist es schlimmer, eine Folge zu machen. Mit dir hat so viel Bock gemacht, obwohl es ja nicht dein Job ist. Du bist ja eigentlich Fußballer und Musiker. Und es war echt geil. Ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen warm werden mit diesem Podcast-Talk so. Ja. Weil durch ZDF und diese ganzen Sachen, da weißt du immer nicht wie, wo, was und wie soll ich jetzt sprechen. Aber ich glaube, hier kann man sich ziemlich frei fühlen. Trotzdem, schau mal, wie er guckt. Nein, ich höre dir voll aufmerksam zu. Sein Blick ist immer so richtig, ja, komm, erzähl, alles klar, wann hören wir auf? Mal, nein, gesagt, nicht wann hören wir auf, Bro, ich liebe dich doch. Bro, mal, ich bin voll fasziniert. Du darfst nicht vergessen, der hat jahrelang in Marokko nur Katzen gegessen. Ich schwöre, ich höre dir voll fasziniert zu. Ich kann sogar nicht glauben, dass du redest. Du siehst so sexy aus. Ich bin so, wow. Okay. Es reicht. Du bist sowieso die Mona Lisa, die so redet aus Mosambik. Ich so, wow. Vor allem, ich sehe die ganze Zeit da hinten diese Leute von Endgame, die Mitarbeiter im Publikum. Da sind ja so ein paar Leute, die uns zugucken, die sich den Arsch ablachen. Und dann sehe ich ihn. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich liebe ihn einfach. Ich schwöre, ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Überragend. Er ist der Beste. Ich will ihn haben. Ich schwöre, ich liebe ihn. Ey, warte mal, noch mal ein anderes Thema. Nochmal ein anderes Thema. Der Ramiro, der hat mir mal deinen Tesla gezeigt. Ja, Mann. Gefällt mir sehr, sehr krass. Und vielleicht kann man den ja mal bei einem coolen Musikvideo hinstellen, oder? Kriegen wir das Deal. Wenn wir es schaffen, dass er vorher nicht schrottet. Guck mal, wann haben wir den Tesla gekauft, Gabriel? Vor einem Jahr oder so. Nein, niemals. Das ist allerhöchstens 3-4 Monate. Wir haben den gekauft. Maximal. Neues Auto. Kein Kratzer dran. Der Typ hat den eine Woche
Jede Felge, jeder Reifen sieht aus, Alter, als wirklich, als wäre er übers Meer nach Mosambik gefahren. Hat er diese Flügeltür? Flügeltür, genau. Nein, ehrlich? Doch, ja. Bist du mit Tesla da heute? Ja, ich bin da. Kannst du gleich angucken. Gleich drehen wir eine Runde. Ey, Mann, ich sag dir ehrlich, Mann, der muss mal ins Video. Vor allem jetzt, die Radiosender haben mich auf dem Schirm, wenn ich jetzt so einen Radio-Hit mache und den Tesla da drinne und wir gehen damit viral, ist doch geil, Mann. Guck mal. Oder? Und sobald der Song kommt, kannst du nochmal hinkommen. Das hören viele Menschen hier, kannst gerne Promo machen. Du warst bei uns zu Gast. Wir haben gerade getauscht. Derby ist dabei gegen Tesla. Und, guck mal, Leute, wenn wir 10.000 Kommentare knacken und drei gute dabei sind, vielleicht verlosen wir auch irgendwann den Tesla, zumindest die Reste davon. Mal gucken. Aber sag niemals nie. Ich kann es kaum erwarten. Das wird echt sein, Alter. Der fährt so schlimm, der Typ. Ist lebensgefährlich mit dem Autobahn. Ist wirklich lebensgefährlich. Weil ich denke immer, das ist ein Autopilot. Aber der Marvin hat mir erklärt, das ist gar kein Autopilot. Weil ich habe gedacht, der fährt von selbst. Aber was ist das ein? Das ist kein Autopilot, sondern. Nein, der hat einfach nur Spurhaltungsassistent. Ja, richtig, ja. Und ich dachte, das wäre so Knight Rider. Das heißt, ich mache das so und schlaf dann und dann auf einmal voll die Verarsche. Ich habe Elon Musk schon dreimal geschrieben, der Bastard hat nicht geantwortet. Guck mal, weißt du, was das Problem ist bei dem Vollidioten? Der hat einmal gesehen, irgendwo, was weiß ich, irgendeine Doku, dass sie jetzt in den USA autonom fahren, aber auch nur testweise ein paar Autos, weißt du, wo kein Fahrer mehr drin ist. Autonome Taxis und so. Und er so, ey, ich habe einen Tesla, der ist autonom. Ich so, okay, aber denn erstens hast du nicht das Modell von 2024, sondern von vor zwei Jahren. Zweitens bist du in Deutschland, wo es nicht erlaubt ist. Drittens ist es gerade so Spurhalteassistent, das heißt, du kannst, musst auf jeden Fall die Hand am Lenkrad haben. Ja. Und er ist die ganze Zeit so am Handy, macht da irgendwas, ruft mich so an. Ich so, ey, was machst denn du? Ey, oh, sorry, aber den Leitplanke, ich ruf dich zurück. Und dann wundert er sich. Ich kann einfach die Leitplanke nicht erkennen. Ich fahre so und dann fühle ich mich kurz wie Knight Rider, wenn es einfach nur gerade ist. Gerade und flach. Aber keine haben die repariert Autos? Jetzt? Hm? Haben die repariert? Der hat sich, der hat die Achse gebrochen, das hab ich schon nie gesehen. Das war richtig schlimm. Und einfach die Achse vom Rad war gebrochen. Wie geht sowas? Das ist, wenn du denkst, dass es Autopilot ist. Und du denkst, das ist autonomes Fahren, aber in Wirklichkeit ist es nur so ein Spurhalteassistent mit ganz schwerem Fall von Down-Syndrom, der so Säure in beiden Augen hat. So ist ungefähr seine Spurhalteassistenzfähigkeit. Dass er so wie so ein Blinder, der quasi aber nicht ohne Stock einfach so ein Blinder, der mit seiner Hand die Gegenstände ich verstehe schon. Muss. Aber wenn dieser Blinder halt 100 km/h fährt, dann ist das halt, da hat er nicht genug Zeit mit seinem Krüppelarm, das dann rechtzeitig zu korrigieren. Und ich fahre dann da 100, Bro, bin hinten am Chillen, mach so Selfie-Videos, weil ich ja immer noch denke, das ist Autopilot. Und auf einmal war da irgend so eine, wie nennt sich das, dieses Ding, was da ist, dieses was an Baustelle ist, dieses Ding da. Baustelle. Genau, weil Baustelle erkennt er ja auch nicht. Baustelle erkennt er auch nicht. Die Straße ist gerade, wenn dann auf einmal so Baustelle auf einmal kommt, das erkennt er auch nicht. Dann zieht er so ein bisschen in die Spur, oder? Ja, aber so ein bisschen eine Aufgabe. Die Aufgabe ist eigentlich nur, dass dir keiner reinfährt. Die Aufgabe ist nicht noch zu regeln, dass du keinem reinfährst, weißt du? Aber wenn du fährst, okay, und deine Hände vom Lenkrad nimmst, dann piept er doch irgendwann, oder? So wie bitte Hände ans Lenkrad. Nicht, wenn du eine Hantel da dran hast. Ne, was? Also wenn du so eine Hantel dran hast, kennst du diese Seil, diese Trainingshantel. Wenn du die am Lenkrad hast, denkt er ja, es ist eine Hand. Ey, Mann. Der Typ ist wirklich geistig behindert, sag ich doch. Das klappt. Aber trotzdem wird daraus kein Knight Rider. Das war halt schade. Das habe ich halt jetzt auf die harte Tour gelernt. Ich mach's nie wieder. Und du kannst definitiv gerne damit rumfahren, Bro. Dann musst du selber für mich üben. Guck mal, das Auto gehört dir. Bitte nimm's einfach komplett mit, damit der Typ nicht mehr fährt. Das ist lebensgefährlich. Wir gehen gleich ran. Leute, das war Stanley Ratifu bei Vitamin X. Wenn ihr zufällig Präsidenten seid oder im Einkauf seid von einem Fußballclub in den ersten Ligen in Deutschland oder jemand kennt, der jemanden kennt, der noch einen Mittelstürmer sucht oder jemand, der im Offensivbereich noch ein bisschen Würze reinbringt, natürlich ist er dankbar gegenüber Pforzheim und will dann natürlich auch bleiben. Aber wenn er nochmal die Chance hat, jetzt mit seinen Ende 30 nochmal irgendwo anzugreifen, dann schreibt doch gerne, schreibt nicht die Kommentare, sondern schreibt dem Management, schreibt dem Alain. Findet ihr über Instagram bei Ratifo, einfach Alain eingeben, das ist dein Manager, ne? Und dann schnappt euch den Typen, sonst kaufen wir den für Vitamin X, dann ist jede Woche hier. Ich muss kurz korrigieren, du hast gesagt Ende 30, Anfang 30, 29. Hab ich gesagt Ende 20, oder? Nee. Hab ich Ende 30 gesagt? Ja. Ach so, nee, wir sind alle 29. Wann hast du Geburtstag? Am 5.12. Oh, schnappt ihn euch, solange er noch jung und frisch ist. Er wird 30 im Juli, ich im August und du im Dezember, bist der Jüngste. Können wir zusammen feiern. Drei Monate. Wenn alle dieses Jahr 30. Wieder. Alle dieses Jahr 30. Ja, 8.8. bin ich dieses Jahr 30. Stabil. Ja. 5.12. Schütze sogar. Torschütze, Alter. Ja, Mann, seid ihr ready für die 30? Boah, wie du hattest einfach. Es eigentlich in der Fußballersprache eigentlich dann immer am schwersten gehabt, oder? Weil schau mal, es gibt ja so voll die Kranken. Ja. In den Jahrgängen, weil du der Älteste bist. Genau, er war immer der Kleinste. Ich habe gerade versucht, nur die Rechnung zu kriegen. Die Flüchtling hat es immer am besten. Er ist der erste Flüchtling, grauer Bart, Machete, dann sind die halt immer am besten. So, wenn die halt, weil die halt immer größer sind. Aber er so, war immer der Kleinste. So als fast 95er, ja. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt. Und ich durfte sogar mit den Älteren spielen. Das heißt sogar, ich war schon stabil, ja. Oh mein Gott. Und das ist nur ein Halle an der Saale, Alter. Mhm. Stabil. Und der erste hat halt immer einfachsten, weil er immer biologisch betrachtet der
größte ist von allen. Und die Trainer checken das ja nicht, diese Datumsdiskrepanz. Die denken einfach nur, uiuiui, der ist ja voll talentiert, der 7-Jährige, 35-Jährige im Körper eines 7-Jährigen. Mokoko spielst du gerade an, ne? Genau. Dann hast du sowas und dann rasierst du natürlich alles ab. Plus dann entsteht dieser Ponzi-Scheme, dass dann dieser Typ, der älter ist und deswegen alle dominiert, dass er dann immer mehr gefördert wird. Dann kommt da diese Auswahl und sowas. Und dann haben die noch mehr Trainingszeit, sodass sein Abstand, den er kompensieren muss, immer größer wird. Weil dadurch, dass er immer weniger Trainingszeiten hat. Aber dieser Typ, dieser 35-jährige Schrägstrich-Erster, der bekommt dann immer mehr Förderung. Und deswegen gibt es ganz viele von diesen krankesten Profifußballern, die sind immer im Januar bis März geboren. Das ist krass. Deswegen, der ist also eine doppelte Legende. Jetzt mal ehrlich, wenn du warst jetzt in vielen Interviews, hast du schon mal was Vercrackteres erlebt als das hier in deinem Leben überhaupt? Bis jetzt noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Du Legende. Und ich meine, du warst auf dem halben afrikanischen Kontinent. Wenn das das Vercrackteste war. Ladies and Gentlemen, er ist hier unten noch angepinnt. Stanley Ratifo. Hier ist auch sein Spotify angepinnt. Wenn ihr gerade auf Spotify seid, weil ihr den Podcast hört, bleibt in Spotify, hört seine Musik. Und wenn ihr auf YouTube seid, geht auf Spotify, geht auf Insta, folgt ihm, schreibt ihm, unterstützt ihn. Guter Typ. Danke, dass du hier warst, Bro. Danke, dass ich da sein durfte. Du Legende, Alter. Muah. Das war Vitamin X. Hier. Bleibt gesund, schreibt in die Kommentare, dann gibt's den Ball. Cut. Hier geht auf uns.